Damen und Herren, herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Live aus Köln. Und hier ist Ihr Spielleiter, Matthias Obdenhövel. Guten Abend. Hallo zusammen. Hallo. Dankeschön. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Schlag den Raab. Danke sehr. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön. Ja, nach zwei Niederlagen in Folge steht Stefan ein wenig unter Druck. Er will den Hattrick natürlich vermeiden. Dafür wird er alles tun. Und unsere fünf Kandidaten werden hierfür alles tun. Es geht, Ladies and Gentlemen, um 500.000 Euro heute Abend. Die stecken drin in unserem Schlag den Raab Erste-Hilfe-Koffer. Und wer dieses Geld gewinnen kann, das entscheiden Sie immer. Sie zu Hause, liebe Zuschauer, Sie rufen an für Ihren Favoriten. Die fünf Kandidaten stelle ich Ihnen gleich vor. Später mehr dazu, jetzt erstmal zu dem Mann, der in der letzten Show ein wenig durch den Wind war. Drei lange Monate mussten wir auf diese Bilder warten. Ja, hat er gut Schwung. Oh, nimmt die Bande mit. Und Raab ist vorne. Denn er war mit der Fortsetzung der nationalen Aufgabe beschäftigt und jagte ganz nebenbei noch sportlichen Erfolgen nach. Wie schafft er das nur alles? Die Wissenschaft versucht immer wieder, diesem Phänomen auf den Grund zu gehen und scheitert doch kläglich mit jedem Erklärungsversuch. Diese Schnittstelle zwischen der Welt und sozusagen, ja, Dabei ist es so einfach, denn Erfolg macht nicht nur sexy, sondern auch stark. Jetzt kann es weitergehen. Der Song für Deutschland ist gefunden. Und auch seine Hand, die ihm in den letzten Durchgängen so zu schaffen machte, ist fast wieder die alte. Beste Voraussetzungen, um zu zeigen, wo Bartel den Most holt. Hier ist der Hans Dampf von ProSieben. Und hier ist er, der Seewolf, hier ist Stefan Raab. Stefan. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, sie feiern dich noch. Ist doch wunderbar. Ja, Dankeschön. So, vielen Dank. Ist ja gut, Dankeschön. Sehr freundlich von Ihnen. Das muss doch gut tun. Das muss doch gut tun. Du musst auch sehr ausgeruht sein. Die letzte Sendung war nach 12 Spielen vorbei. Ja. Wie hat dich Angelika Kalvas wieder aufgebaut? Wer ist Angelika Kalvas? Die motiviert einfach manchmal Menschen, dich Nie auch. Gehört. Nein? Nein. Sehr gut. Gut, Stefan, wir haben aber auch gesehen im Einspieler, dass du good in shape bist. Ich glaube, deine Brustmuskeln waren noch nie so austrainiert wie gerade gesehen. Absolut. Heißt das auch, dass du heute ja, diese kleine Schmach vom letzten Mal wettmachen kannst? Zweimal in Folge hast du ja schon mal verloren. Schon zweimal in Folge. Schon dreimal, wenn wir genau sind an dieser Stelle. Ja, genau. Dreimal hintereinander noch nie. Heißt das, du bist heute ein klein bisschen nervöser als sonst? Ich versuche, das Ganze so zu machen wie immer. Aber man steckt manchmal nicht drin. Aber ich glaube, ich habe heute eine etwas höhere Grundaggression. Oh. Ja. Da freuen wir uns sehr drauf, meine Damen und Herren. Das gilt auch dir gegenüber. Ja, auch ich freue mich darauf. Wenn wir mal kurz den Vollvisierhelm für mich holen könnten, das fände ich sehr gut.
Ja, das Schöne ist, man schlägt ja keine Brillenträger. So, und wir zeigen Ihnen jetzt 5 Kandidaten. Geh weg. Wie überrascht bist du? Sehr. Sehr. Wir auch. Das waren starke Konkurrenten, ja. Aber du hast dich toll durchgesetzt. Spitze. Die halbe Miete ist schon mal eingefahren. Jetzt geht es natürlich um die Sendung. Du weißt es, wir haben maximal 15 Spiele vorbereitet heute Abend. Das heißt, fürs erste Spiel gibt es 1 Punkt, fürs zweite 2, fürs dritte 3 und so weiter und so fort. Bis 15 Punkte für Spiel 15. Rechnet man alle Punkte zusammen, kommt man auf eine Gesamtpunktzahl von 120. Die Hälfte ist 60. Wer also heute Abend als erstes 61 Punkte hat, der hat diesen Abend gewonnen und geht mit einer 500.000 Euro nach Hause. Das ist ein ganz ordentlicher Stundenlohn. Falls es Stefan sein sollte, spielen wir am 4. Juni um eine ganze Million. Und so könnte dieser Abend theoretisch verlaufen. Das zeige ich Ihnen mal und auch euch. Also, Alexandra gewinnt das erste Spiel 1 Punkt. Stefan das zweite 2 Punkte. Alexandra wieder das dritte und so weiter und so fort. Ja, beim letzten Mal, Stefan war, glaube ich, da ungefähr schon Schluss, waren nur 3 Spiele. Zwar hinten nochmal ein wichtiges, dickes Spiel, aber heute wird es, da bin ich mir sicher, spannender. Stefan hat sich einiges vorgenommen, er ist heute aggressiv, hat er gesagt. Aber lass dich nicht einschüchtern. Irgendwann kommt heute Abend vielleicht folgende Situation, nämlich jetzt. Du hättest 49 Punkte vor Spiel 14. Spiel 14 wäre also demnach ein sogenanntes Matchballspiel, denn wenn du Spiel 14 gewinnen würdest, hättest du wie viel? Komm, Mathe. Plus 49, 63, mehr als 60. Wie aus der Pistole, meine Damen und Herren. Die 1 ist völlig berechtigt gewesen. Jawohl, das ist richtig. Alles verstanden, super. Dann nehmt kurz Platz. Ruht euch kurz aus für einige Sekunden. Ich stelle jetzt noch 2 wichtige Menschen hier vor. Das ist zum einen unser Röntgenauge des Gesetzes, unser Notar Dr. Richard Böhr. Schönen guten Abend, Herr Dr. Böhr. Hallo und schönen guten Abend, Herr Hopfenhöfe. Wir machen es wie immer, ne? Sie überwachen und bei Bedarf einfach Wahlwiederholung drücken. Ich mach's genauso und pass auf von hier oben. Sehr schön. Viel Spaß heute Abend und das wünsche ich natürlich auch unserem Kommentator Frank Buschmann. Namen Buschi. Wunderschönen guten Abend auch hier oben aus der Kommentatorenkabine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stehe noch unter dem Eindruck des Ergebnisses. Ich hätte gewettet, als noch die beiden Namen übrig waren, dass die Zuschauer sich für Marc entscheiden, dass der sich den Rat mal unter die Arme klemmt und gegen die Wand schleudert. Das werden wir heute nicht erleben. Und bei Alexandra muss ich sagen, 1 in Mathe, ob die schwärmt richtig. Und dann kommt die schon ins Stocken bei 49 plus 14. Das ist die Nervosität, die man zu Hause auf dem Sofa nie so richtig nachempfinden kann. Also ich bin mal gespannt. Und wie die Aggressivität von Raab heute aussieht, da bin ich mal richtig gespannt. Also wirklich, Stefan, ne? Vollgas. Jawohl, das wird ein spannender Abend, da bin ich mir sicher. Und wir gehen mal in die Family and Friends Box. Hallo, schönen guten Abend. Sie sind? Ich bin Thomas Müller. Thomas Müller, aber nicht der Thomas Müller. Nicht der, der hat noch ein bisschen mehr Geld auf dem Konto. Der Freund? Oder ein Freund? Ein Freund. Ein Freund. Und habt ihr schon über das Geld gesprochen? Wir haben noch nicht über das Geld gesprochen, aber Alex ist fit. Ja, glaubst du das auch? Klar. Wo sind Ihre Stärken außer Fußball jetzt? Ja, Mathe, Logik, außerdem ist sie ähnlich, wie soll ich sagen, aggressiv heute. Wie Stefan? Stefan? Na klar, und deshalb wird sie ihn schlagen. Und du drückst auch die Daumen? Auf jeden Fall. Geld schon eingeplant? Noch nichts, nee, aber ist keine Schande, Stefan, wenn du verlierst. Sehr gut, okay. Ja, das ist doch mal eine kleine Aufmunterung für Stefan. Vielen Dank. So, kommt nach vorne. Der Kampf um eine 500.000 Euro beginnt hiermit. Spiel 1. Das Schloss. Das Schloss. Wir haben für jeden von euch ein Schloss. So, da kommt es auch schon. Ja, vielen Dank an 50 Cent, der uns 2 Heizketten zur Verfügung gestellt hat. Sehr schön. Jeder bekommt ein Schloss. Stefan macht sich schon mal nackig. Ja. Nimm bitte Platz. Alexander, du selbstverständlich auch. Nichts anfassen. Das geht ja schon wieder gut los. Nichts anfassen und gut zuhören. Ihr bekommt jeweils ein Schloss mit einem 4-stelligen Zahlencode. Im Code kommen nur die Zahlen 1, 2, 3 und 4 jeweils einmal vor. Jeweils einmal. Nach wie vor wird nichts berührt, Stefan.
Ich will nur gerade gucken. Ja, du kannst gleich gucken. Ja, ja, das kannst du gleich alles testen. 1, 2, 3 und 4, jeweils einmal, aber natürlich nicht in dieser Reihenfolge. Beide Schlösser haben denselben Code, das ist klar. Und wer das Schloss als erstes geöffnet hat, der gewinnt dieses Spiel. Jetzt fängst du auch schon an. Du bist ja auch so aggressiv, das stimmt. Ja, ich muss das auch andersrum legen, weil mir die Zahlen dann... Ihr habt ja gleich genügend Zeit. So, habt ihr irgendwelche Fragen? 1, 2, 3 und 4, Nur zur Funktion. Die Zahlen müssen an dem weißen Strich sein. An dem weißen Strich. Und auf geht's mit Ziehen, oder wie? Ja. Hast du schon mal ein Fahrrad abgeschlossen? Ja, aber nicht mit Zahlen, oder? So, alles klar? 1, 2, 3 und 4, aber nicht in dieser Reihenfolge. Jede Zahl nur einmal. Menowin, gut aufpassen. Das könnte nochmal nützlich sein. Nein, sie dreht nicht. Auf die Plätze, fertig, los! So, das geht also gleich los mit den üblichen Rabmätzchen. Das ist übrigens für ihn Aggressivität. Auch den Gegner... Oh, da zittern aber die Händchen. Auch den Gegner ein bisschen aus dem Konzept bringen. Da sehen wir den Unterschied. Bei Raab wirkt das alles ein bisschen hektischer. Alexandra voll konzentriert und viel ruhiger. Also da muss man jetzt sämtliche Kombinationen durchgehen. Vielleicht noch einmal für beide, da ich sehe, was sie machen. Es ist für beide der gleiche Tipp. Jede Zahl ist nur einmal in der Kombination. Vielleicht das ein bisschen im Hinterkopf halten. Hat der Opti fünfmal erklärt. Also jede Zahl einmal. Raab hat's. Ja. 2, 4, 3, 1, richtig? Da war er aber selber überrascht. 2, 4, 3, 1. Probier's mal mit 2, 4, 3, 1. Die 2 hattest du vorne schon richtig. 2, 4, 3. Ja. Das ist der erste Punkt für Stefan Raab, meine Damen und Herren. Ich hab nicht, glaube ich. Sehr gut. 1:0 für Stefan. Das ist doch der Vorteil, wenn man in den großen Pausen immer im Fahrradkeller eingeschlossen wurde. Stefan, das war sehr schnell. 1:0 für dich und das ist Spiel 2. Dieses Spiel heißt Wer ist das? Und das spielen wir hier am Pult. Ich zeige euch ein Foto und ihr sagt mir, wer das ist. Vor- und Zunahme, bitte. Ja? Vor- und Zunahme. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, um seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort bekommt ihr einen Punkt, bei falscher Antwort bekommt der Gegner einen Punkt und das Bild ist danach aus dem Spiel. Also hier kein Abstauber möglich. Wer zuerst 7 Punkte hat, der hat dieses Spiel gewonnen. Wir machen kein Beispiel, denn Stefan ist lernfähig. Er weiß inzwischen, wie Hans Beimer richtig heißt. Nein, er weiß es nicht mehr. Doch. Ja? Joachim Luger. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, kein Beispiel. Alles verstanden, Alexandra? Sehr gut. Dann geht es jetzt los mit dem ersten... Wollen wir einen Wassertest machen? Nein, brauchen wir nicht. Das klappt schon. Erstes Bild, erster Promi. Los geht's. Wer ist das? Ich bin mir nicht sicher. Ganz ruhig im Publikum, bitte. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, aber ich bin mir nicht sicher. Das drücke ich nicht. Stefan, ist es zu heiß? Ich drücke nicht. Alexandra, dir auch zu heiß? Dann löse ich auf. Scarlett Johansson. Gott sei Dank. Falsch. Was wolltest du sagen? Nee. Ja, ja, okay, alles klar. Jedenfalls nicht Scarlett Johansson. Okay. Aus dem Pferdeflüsterer, das hast du doch so gerne gesehen, Stefan. So, und wir kommen zum nächsten Promi. Wer ist denn das hier? Ja. Ulrich Deppendorf. Ulrich Deppendorf, sagt Stefan. Und er holt sich damit seinen ersten Punkt. Ulrich Deppendorf. Der Leiter des ARD-Hauptstadtstudios. Wieder kräftig gedrückt, ne? Alles verschüttet. Alles verschüttet. Aber ist ja nur deine Jacke, die da drunter ist. So, 1:0 für Stefan. 7 Punkte braucht man, um dieses Spiel zu gewinnen. Das ist der nächste Promi. Ja, Stefan? Kate Middleton, die zukünftige von William. Er hat halt das goldene Blatt zu Hause. Er weiß alles. Ja, die zukünftige Balkprinzessin.
Sehr gut, 2-0. Und wer ist denn das? Stefan traut sich nicht, traut sich Alexandra. Hm. Auch nicht? Auch nicht. Okay. Dann werde ich auflösen. Er ist ein wenig aus deiner Branche. Er hat allerdings nicht immer so ein Hemd an. Mario Götze, Shootingstar von Borussia Dortmund und wahrscheinlich bald deutscher Fußballmeister. Heute wieder ein überragendes Tor gemacht. Die Fußballspieler erkenne ich nur, wenn mit Trikot, ne? Ja. Und nur mit dem Namen hinten drauf. Gut. Ja. Wir wissen es. So. ...2-0. Noch ist alles drin, Alex. Ja, wenn man es nicht weiß. Dann soll man auch nicht drücken. Hier ist der nächste Promi. Stefan. Julian Assange. Julian Assange. Der WikiLeaks-Freddy. Da ist alles richtig, selbst der WikiLeaks-Freddy als Funktion. Drei zu null. Alex, anziehen. Stefan eilt davon. Weiter geht's hiermit. Bettina Wulff, Präsidentengattin. Bettina Wulff, Deutschlands tätowierte First Lady, meine Damen und Herren. Das ist der vierte Punkt für Stefan. Vier zu null, noch drei Punkte für Stefan. Und dann wäre das der Sieg bei Wer ist das? Frei. Es geht weiter. Wer ist das? Ah, und zwar kenne ich. Und zwar heißt der. Ich glaube, das ist Jacques Rogge, Präsident des Olympischen Komitees. Jacques Rogge, Präsident des Olympischen Komitees. Yeah. Das ist völlig korrekt. Name sagt einem was, aber man sieht ihn nicht allzu häufig. Ja, und dann auch nicht in so einem Mantel und so. Der öffnet meistens, zieht immer, wer die Olympischen Spiele austragen darf. Und so. Aber er hat sich für dieses Foto für uns extra schön gemacht und es steht 5-0. Noch zwei Punkte für Stefan, noch ganze 7 für Alexandra. So geht's weiter. Wer ist denn das? Emma Watson. Emma Watson. Yes. Das ist Emma Watson. Hätte beinahe Emma Thompson gesagt, halt. Wenn man schon Harry Potter nicht guckt, hat man wenigstens die Poster an der Wand, nicht wahr? 6-0, das sind 6 kleine Harry Potter gesehen. Ehrlich? Deswegen habe ich mir die anderen ja auch nicht mehr angeguckt. Weil es ihm zu gruselig war, meine Damen und Herren. Genau. 6-0 und 6 kleine Matchbälle in diesem Spiel. Alex, jetzt dein Punkt. Komm, vielleicht mit dem hier. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Zuckerberg. Oder auch Zuckerberg. Der reichste Adilettenträger der Welt, jawohl. Der Facebook-Gründer. Das war ein 7-0 für Stefan. Alex macht gar nichts. Das sind die ersten Spiele. Das kann man alles drehen. Aber wir schauen, dass Stefan mit 3-0 jetzt in Führung liegt. Und so, liebe Zuschauer, machen wir weiter. Rennball, ein schönes Spiel, das wir uns selber ausgedacht haben. Und wie es der Name schon ein wenig verspricht, es wird anstrengend werden. Man muss laufen, ihr werdet euch ein wenig umziehen müssen dafür. Und deshalb macht das doch einfach schon mal. Und dann kann ich den Zuschauern ja einfach daraus immer den Schildern nach.
Schlag den Raab. Alexandra gegen Stefan. Es geht um eine 500.000 Euro heute. Und wir spielen Spiel Nummer 3 und das ist Rennball. Und bei mir ist der Henning, hallo, der genauso hallo. Wie die Kollegen Sven und Michael und Linda Volleyball-Schiedsrichter sind. Und es ist ein wenig Volleyball. Das Netz haben wir ein bisschen höher gemacht. 3,40 Meter Höhe. Ein wenig breiter ist das Feld. 12 mal 2 Meter. Und ihr müsst den Ball übers Netz ins Spielfeld des Gegners werfen. Wenn der Ball im gegnerischen Spielfeld aufprallt, dann bekommt ihr einen Punkt. Verspringt der Ball bei einem Fangversuch, also man will ihn fangen, fällt aber runter, dann gibt es auch einen Punkt für den Werfer. Könnt ihr einen Ball allerdings fangen, dann geht es ganz normal weiter. Ja? Und das Angaberecht wechselt dann. Ihr habt immer nur einen Wurfversuch. Also es ist werfen, es ist nicht werfen. Irgendwie... Was? Also nicht so wie beim Volleyball aufschlagen. Und nee, werfen. Werfen, aus der Hand werfen, ganz genau. Ihr okay. habt immer nur einen Wurfversuch und pro Wurf habt ihr 10 Sekunden Angriffszeit praktisch. Ja? Und wenn ihr dann einen Fehlversuch habt, dann wechselt das Angaberecht. Und danach geht es dann sofort weiter? Oder wie? Ja, es geht auf Zeit. Hör doch zu. Wenn der Ball in den Kulissen verschwindet, okay. ja, dann sagt er einfach, hier Ball und wir haben genug Balljungen, kriegt er einen neuen. Und dann starten auch immer wieder dann die 10 Sekunden. Und wer nach 4 Minuten Spielzeit mehr Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Wir machen nach 2 Minuten einen Seitenwechsel, ganz kurze Pause, einmal drehen und weiter geht's. Es gibt keinen Aufschlag, sondern einfach immer nur ein Rüberwerfen, fangen. Ja, und wenn er es nicht schafft und der Ball landet im Feld, dann gibt es einen Punkt für den, der geworfen hat. Der geworfen hat, darf dann nochmal werfen? Nein, nein nicht. Okay. Es wechselt dann immer sofort das Angaberecht. Bei Unentschieden gibt es eine Verlängerung von 1 Minute und die Münze entscheidet, wer beginnt. Alexandra, hast du Fragen noch? Dann jetzt. Ja, alles verstanden? Mhm. 2 mal 2 Minuten. 2 mal 2 Minuten. Klar. Okay. Ja, aber darin immer diese 10 Sekunden. Genau. Okay. Was machen wir, Henning, bei einem klassischen Fall von Zeitspiel? Weil die Uhr tickt ja runter. Ich werde das ansagen. Also Zeitspiel taktisch ist natürlich verboten. Ansonsten haben wir auch, wenn der Ball weggeht, hier genau. unsere Balljungen, die rollen schnellstmöglich euch Bälle zu. Ich muss innerhalb von 10 Sekunden können. Muss ich den Ball wieder rüberbringen. Das heißt, genau. wenn ich die 10 Sekunden überschreite, was ist dann? Punkt für den Gegner. Ah, okay. Ja. Das ist das einzige Zeitspiel, was... Ja, bloß, wenn man zum Beispiel, wenn der Ball hier ist und du gehst erstmal langsam ja, genau. dahin und holst ihn, dann zählt ja die Gesamtzeit runter, aber wir starten noch nicht unbedingt die 10 Sekunden. Das macht dann der Henning. Okay. Ja, wenn der sieht, okay, da will einer ein bisschen Luft holen. Sehe ich dann noch. Okay. Ja, ja, ja. Alles verstanden? Mhm. Super, dann losen wir jetzt noch aus, wer beginnt. Das machst du. Alexandra, du hast die Wahl. Blau oder rot? Rot. Rot, blau für dich, Stefan. Jo. Das wird ein klassisches Rot. Mhm. Das Rot. Heißt, Alex beginnt. Du gehst erst rüber. Stefan bleibt hier und nach 2 Minuten werden wir die Seiten wechseln. Alles klar? Ihr habt alles verstanden? Okay, ja. Spiel 3, Rennball. Es geht los. So, das... Jetzt hat Stefan Ball. Ja, das war ein Fehlversuch und das heißt, kein Punkt, nein, kein Punkt aber Versuch jetzt für man Stefan Man kann Rad. Nur aktive Punkte machen, aber es geht okay. weiter. Komm. Okay. Oh, den fängt sie sicher. Ah, der war knapp im Aus. Das heißt, kein Punkt. Es bleibt beim 0:0. Und Stefan hat jetzt eben die Angriffsmöglichkeit. Ist ein bisschen wie Ball über die Schnur. Wer hat das früher in der Grundschule nicht gespielt? Hier aus der Vogelperspektive haben wir nochmal gesehen, dass der Ball knapp im Aus war. Also keine Punkte. 1:30 noch. Getäuscht, aber zu weit. Ball kein aus. Punkt. Alexandra, die muss reinkommen in diesen Abend, an dem sie 500.000 Euro gewinnen kann. Auch der war knapp im Aus. Tun sich beide noch schwer mit der Höhe des Netzes und dem doch nicht so weiten Spielfeld. In der Breite ist da viel Platz, aber in der Länge nicht. Das war schön getäuscht von Raab und das ist sein erster Punkt. Punkt für Stefan. 1:03 noch in der ersten Hälfte. Wir wechseln ja nach 2 Minuten. Also sie kann jetzt ihren ersten Punkt machen. Das ist zu hoch geworfen. Da hat er viel Zeit ranzukommen. Schön getäuscht von Raab. Ball drin. 2:0. Also er arbeitet jetzt hier mit vielen Täuschungen. Fängt auch hier sicher. Raab hier im Moment besser im Spiel. Wieder der gleiche Bauerntrick, Ball aber aus. Ins Aus. Noch 40 Sekunden in dieser ersten Hälfte. Auch den fängt er, macht er gut, dann wird er da von der Wand gebremst, den darf er jetzt ruhig dribbeln. Er hat noch 5 Sekunden für seinen Angriff, der puppt schon wieder, konditionell scheint er nicht auf der Höhe. Jetzt hat Alexandra den Ball, noch 24 Sekunden, sie muss sich den Ball holen, sie darf nicht träumen, sie muss voran machen. Und wieder locker gefangen von Raab, das ist natürlich nicht ganz so einfach, auch für den Werfer, er
dribbelt wieder. Es sind noch 5 Sekunden für den Angriff. Er blickt da auf die runterlaufende Angriffsuhr. Und Alexandra fängt sofort mit dem Konter. Gut. Und jetzt, wenn der drin ist. Ja, das war noch in der Zeit. Das war noch in der Zeit. Raabs Fangversuch ging daneben. 2:1. Wir kontrollieren das in der Zeitlupe. Hier der Fangversuch. Ball landet. Und das heißt Punkt für Alexandra. Okay. Sobald ich anpfeife, geht es weiter. Zweite Halbzeit. Genau. 2:1 für ihn, für Stefan Raab. Er lässt sich wieder Zeit. Also konditionell ist er schon wieder ganz schön an der Kante. Auch schön getäuscht. Gut gemacht, aber ins Aus. Aber ins Aus, kein Punkt. Die Chance zum Ausgleich für Alexandra. Sie braucht das Publikum. Der bleibt hängen. Jetzt wieder Angriffsversuch für Stefan Raab. Die Breite des Spielfeldes, das sieht man ja, ist die große Chance für beide. Ja, und das macht er gut, aber sie fängt ihn. Und sofort der Konter bleibt wieder hängen. Das gibt's doch nicht. Sie lässt die Chance liegen. 1,5 Minuten noch. Raab, eieiei, Schnaufi, Schnaufi. Ja, da hat er in der Konditionsarbeit ein bisschen geschludert. Und da bleibt er hängen. Ball für Alexandra. Die muss sich ein bisschen sputen. Und der ist gut, aber Raab fängt ihn. Raab fängt ihn. Sie sehen da im Hintergrund gerade noch die Angriffsuhr. Noch 7 Sekunden für den Angriff. Raab taktiert hier schon wieder. Der Gauner. Gut gefangen von Alexandra. So, jetzt muss sie vielleicht auch mal. Die Höhe des Netzes ist für sie hier das Hauptproblem. Wir sind noch 52 Sekunden. Stefan hat den Angriff für 2:1. Hat er noch die Kraft, übers Netz zu werfen? Ball aus. Im Aus. Ist noch alles drin für Alexandra. Aber Raab fängt wieder und wieder lässt er die Uhr runterlaufen. Das darf er. Da hinten im Hintergrund, über der schwarzen Wand, sehen wir die Angriffsuhr. Und den fängt sie. Jetzt braucht sie den Konter. Alles möglich. Schön getäuscht. Und da ist der Ausgleich. Raab schlägt ein in die Bande. Und es sind noch 22 Sekunden. Raab mit dem Angriff. Und Ball aus. Ball war im Aus. Jetzt hat sie sogar die Chance, in Führung zu gehen. Noch 14 Sekunden. Dreht sie das hier nochmal. Raab fängt. Jetzt hat er die Chance. Mit der Nase gebremst an der Wand. Ist das jetzt die letzte Chance? Er kann die Uhr runterspielen. Das ist der letzte Versuch, sie fängt ihn. Und vorbei, das heißt, wir haben ein Unentschieden. 2:2, es gibt eine Verlängerung von 1 Minute. Eine Minute. Eine Minute Verlängerung, das heißt, Schiri, wir müssen noch mal wählen, ne? Ja, kommt noch mal. Bitte. So, Alexandra, noch mal eine Farbe aussuchen. Blau. Stefan beginnt. So, jetzt drehen wir wieder, Stefan wieder hier vorne. Und Stefan freut sich, dass er noch mal eine weitere Minute gewonnen hat. Es geht weiter, Rennball, die Zeit startet jetzt. Also, und wir erkennen natürlich, das ist in erster Linie ein Laufspiel. Und das könnte Alexandras Vorteil sein. Gewinnt sie dieses Spiel, gleicht sie insgesamt aus zum 3-3. Aber die Täuschung, die Finte von Raab funktioniert. Er wieder knapp vorn. Aber sie ist jetzt drin in diesem Spiel. Ja, na, aber bitte. Alexandra zum 3:3. Noch 40 Sekunden. Noch 7 Sekunden für den Raab-Angriff. Die Uhr tickt runter. 3-3. Wird wieder mit Täuschung gearbeitet. Und jetzt die Chance. Aber da lässt sie wieder eine Möglichkeit, in Führung zu gehen, liegen. Noch 25 Sekunden, noch 6 für den Raab-Angriff. Er täuscht wieder viel, aber sie ist die Fittere. Sie ist die Schnellere. Klasse, klasse gefangen von Alexandra. Und jetzt mal in Führung gehen, das wär's. Ach, aber sie steht auch zu dicht am Netz bei ihren Wurfversuchen. Und Raab hat wieder den Matchball hier beim Rennball. Es ist der letzte Versuch in der Verlängerung. Was macht er? Er scheitert. Und wir legen noch einen drauf. Da wird er sich freuen. Einmal wechseln. Du hier. Alexandra hat den Ball. Komm, Stefan, es geht direkt weiter. Ein Schlückchen, den gönne ich dir. Lecker. So, Alexandra hat den Ball. Sobald ich pfeife, startet zweite Verlängerung. So, auf geht's für Alexandra. Der ist im Aus. Das heißt, wieder die Chance für Raab in Führung zu gehen. Aber der ist wirklich am Limit, was die Kondition betrifft.
spielt die Uhr hier immer wieder runter. Da wieder mit Täuschungen, der bleibt hängen am Netz. So. Die Länge des Spiels spricht für die Durchtrainiertere. Für Alexandra Wald wieder hängen. Ball für Sie Stefan. Lässt viel zu viele Chancen beim eigenen Versuch liegen. Was macht Raab? Wieder mit Finte. Aber den holt sie sich. Und jetzt aber zu lang. Der ist zu lang. Der ist knapp im Aus. Ball knapp aus. Im Aus. Noch 25 Sekunden. Raab, na, will der noch eine Minute gehen? Kann ich mir kaum vorstellen. Bleibt wieder hängen. War nicht auf Alexandras Seite. So, jetzt hat sie. Ja, sie kann nicht ganz runterspielen. Sie kann nicht ganz runterspielen. Und? Ja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt für Alexandra. Das war ein Fangversuch von Raab. Und damit gewinnt Alexandra 4-3. Komm zu mir. Danke, Henning. Danke. Erstmal die gute Nachricht, Stefan, das Spiel ist vorbei. So, und da, das hast du ja noch hervorragend versucht, aber das habe ich ja vorhin erzählt, wenn man einen Fehler beim Fangen macht. Ja, ich dachte, solange er nicht den Boden berührt. Nee, er muss. Es war ja gar kein Versuch zu fangen. Ja. Sondern es war ja der Versuch, den wegzuschießen. Deswegen habe ich man kann den Ball natürlich auch mit den Füßen jonglieren. Aber trotzdem, Riesenapplaus an beide. Das ging richtig rein. Trinkt was. Und das sind die ersten Punkte für Alexandra, meine Damen und Herren. Ihr ölt, 3-3 der Spielstand. Wollt ihr Handtücher haben? Ja. Kriegt ihr auch. Und die bringt bei uns eine ganz besondere Frau. Nämlich, das ist die next schöne Frau von TV Total. Das ist Corinna. Vielen Dank, Corinna. Dein erster großer Auftritt. Ja. Genieß es. Hallo. Bitte schön. Danke, wir sehen uns gleich noch. Bis gleich. TV Totals next schöne Frau, die mehr kann als... Wie geht's weiter, Stefan? Bitte? Wie geht's weiter? Die mehr kann als... Ich hab nicht zugehört. Ja, ich weiß. Und den Text kriegst du auch, glaube ich, jetzt nicht mehr zusammen, denn er sieht nur noch schwarz-weiß. Aber du musst dich ein wenig zusammenreißen. Es geht nämlich gleich weiter. Wenn Sie jetzt denken, liebe Zuschauer, Wahnsinn, super Spiel, ausgedacht, bloß so ein Ding kann ich mir zu Hause natürlich schwer zusammenklöppeln, so ein Rennballspiel, dann habe ich eine Alternative für Sie, und zwar hier, diese. Schlag den Raab für Wii und PC, können Sie käuflich erwerben, macht Spaß und ist nicht ganz so anstrengend, als das, was Stefan gerade durchmachen musste, meine Damen und Herren. So, und das ist das nächste Spiel. Fühlen! Kommt mit! Ihr müsst fühlen. Haben wir schon mal gespielt, aber diesmal geht's ein wenig anders. Türchen auf. So, zwei schöne Fühltische für euch vorbereitet. Nur fürs Protokoll, die Hände bleiben natürlich erstmal weg vom Tuch. Hier kommt Stefan hin und hier Alexandra. Setzt euch erstmal und jetzt kommen die Regeln. Ihr bekommt gleich die Augen und die Nase verschlossen und einzeln 15 Gegenstände vorgeführt. Was? Was das für Gegenstände? Gegenstände. Was das für Gegenstände sind, sage ich euch gleich, also der Oberbegriff logischerweise. Pro Gegenstand dürft ihr nur eine Antwort abgeben. Ja? Die erste Antwort zählt. Für jede richtige Antwort gibt es einen Punkt. Wer mehr Gegenstände richtig erfüllt hat, der gewinnt das Spiel. Wie genau muss denn die Umschreibung sein? Sehr genau. Ja, ich weiß, möglichst korrekt. Aber es gibt auch Flasche, nur eine richtige Antwort. Wenn da eine Flasche ist, ist das reicht Flasche oder muss das heißen Weizenbierflasche oder Sprudel? Wenn es eine Flasche wäre, oder würde Flasche reichen, aber es ist keine Flasche. Das darf ich an dieser Stelle schon sagen. Was es ist, erfahrt ihr gleich. Für alle 15 Gegenstände habt ihr 3 Minuten Zeit. Bei Gleichstand gewinnt der, der den letzten richtigen Begriff früher genannt hat als der Gegner. Stefan beginnt. Alexandra, du bekommst jetzt die Brille auf. Setz dir die mal auf. Dann bekommst du auch eine Nasenklammer. Wieso denn eine Nasenklammer? Ja, das sage ich euch gleich. So, die tut jetzt ein bisschen weh. Das ist leider so. Geht?
Nee, die rutscht sogar ab. Mhm. Hast du ein kleines Näschen, das ist ja der Hammer. Ist gut so? Die hält. Riechst du was? Jetzt wieder, die hält ja. Nicht, das ist ja unfassbar. Vielleicht sollte das Handtuch noch mal her. Das Handtuch, oder? Oder mach das mal mit dem T-Shirt. Ach komm, ich mach das schon. So. Geht auf. Setze dir mal richtig drauf. Ich will dir deine Nasenscheidewand nicht kaputt machen jetzt. Richtig draufsetzen. Klappt? Hast du so rum oder so rum? Das ist die kleinste Nase der Welt, meine Damen und Herren. Jetzt mach so, ja. So? Ist auch optisch schöner, ja. So, den Kopfhörer. Wunderbar. Du hörst mich nicht? Du hörst mich nicht? Nein, sie hört mich nicht. So, Stefan, das Ganze hättest du natürlich auch schon vorbereiten können. Und auch für dich das Nasenklemmerchen. Hier, denke ich mal, haben wir keine Probleme. Ah, aua. Ja, siehst du? So, alles gut? Ja. Bitte? Ja. Gut. Warum muss ich denn nachkommen? Jan Delay ist fertig, meine Damen und Herren. Gut. Nach einem Spot legen wir los mit Fühlen. Rück noch ein bisschen mehr ran. Nummer 4, Fühlen. So, Stefan, es geht übrigens um Obst und Gemüse. Ja? Okay. Obst und Gemüse. Veganer-Fummeln sozusagen. So, und ich mache jetzt mal das Tüchlein weg. Nimm mal deine Hand. So, das sind die Schalen. Da drin ist immer was. Jetzt machst du noch gar nichts. Ja, ein Gegenstand befindet sich da drin, eine Frucht. Ja. Du darfst die Oberfläche nicht zerstören, nicht einquetschen, die Frucht nicht essen. Das Spiel heißt Fühlen und das machen wir auch. Ja? Ja. Ich drehe dir dann den Tisch immer weiter. Ah, okay. Und dann greifst du einfach immer nur nach vorne rein. Alles klar? Und immer nur eine Antwort pro Frucht. Du kannst aber auch weiter sagen, wenn du sagst, habe ich keine Ahnung, wir haben, wie gesagt, 15 Früchte vorbereitet. Okay. Alles bereit? Jo. Spiel fühlen beginnt jetzt und reingreifen. Oh, das ist Zitrone. Reinlegen. Und sagst du mir dann, ob das richtig ist? Das sage ich dir jetzt nicht. Das ist der. Oh, was ist das denn? Nächste Gegenstand. Ich habe nur eine Antwort, ne? Ja. Den kriege ich nochmal, ja? Nein, dann geht's weiter. Den kriege ich aber nochmal zu fassen. Nein. Nee, dann ist, was kann das denn sein? Eine Aubergine. Antwort ist gefallen und das ist Apfelsine. Und reintun? Also Orange, Apfelsine, ne? Weiter. Boah, wie heißt das denn? Ich weiß, wie das aussieht. Wie heißt das denn? Weiter. Weiter, okay. Paprika. Und weiter. Boah. Was ist das denn? Nicht reinrücken. Achso, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, okay. Weiter. Das könnte eine Pflaume sein. Ist das eine Pflaume? Antwort Pflaume. Ist gefallen. Ich weiß es nicht. Kartoffel. Und weiter geht's. Avocado? Und Avocado? Rein. Hä? Was ist das denn? Was ist das? Von der Form her? Man kann es essen. Apfel oder sowas? Antwort ist gefallen. Ja. Elfte Frucht. Was soll das denn sein? Mit drei so Dingern. Zwiebel? Irgendeine Zwiebel, Tulpenzwiebel. Eine Antwort gehört. Das nächste. Ah, was ist das denn? Wie heißt das denn noch?
Kumquats, glaube ich. Dieses kleine mit den Dingern. Wie heißt denn das? So ein oranges, das ist orange. Für dich hieß es Kumquats. Okay, reintun. Hier, das ist, erinnere mich an dein Popo, das ist ein Pfirsich. Das ist richtig übrigens. Das könnte das denn sein? Ist das hier eine, das ist eine Sternfrucht, glaube ich, wenn man das so durchschneidet. Rein. Sternfrucht, richtig? Rein, ich sage noch nichts. Und das ist? Das ist Tomate. Und das war auch die Frucht Nummer 15. Dann hast du... Absetzen. Absetzen. 9 richtig. Was und noch 26 Sekunden offen. Ist das Sternfrucht? Richtig. Was ist denn das da vorne? Wie heißt denn das dann noch? Nummer 4. Ja, wie heißt das? Artischocke. Artischocke, genau. So, und noch was habe ich noch nicht erkannt? Die 12. Ach, du hast einige nicht. Wie heißt denn das hier? Physalis. Und hier, das, war, Zwiebel, das war das mit den drei Dingern übrigens. Das waren nämlich 5 teilweise. Fenchel. Ach, das so. Ist Fenchel. Und jetzt hier, wieder mal, das sieht hier unten aus wie eine Zwiebel. Ja. Das kann ja so eine mutierte Zwiebel sein, die zu nah am Atomkraftwerk gewachsen ist. Ja, bitte. Setz dich wieder hin, bevor es eine 6 wird. Was war das denn hier? Hallo, wir haben noch eine Mitspielerin. Ja? Ein Granatapfel. Aber hast du durchgehen lassen unter Apfel? Nein, natürlich nicht. So, setz dich wieder hin. Und Ruhe bitte jetzt, Stefan. Denn jetzt setze ich den Kopfhörer ab. Alexandra, wir sind bei dir. Okay. So. Darf ich doch. Ups. Das mit der Nase funktioniert noch nicht so besonders. Hält immer noch nicht. Darf ich noch eine Frage stellen? Ja, natürlich. Spiel? Ja. Wenn es darum geht, wann das letzte Objekt richtig. Wenn ihr bei Gleichstand. Genannt wurde. Mhm, bei Gleichstand wäre. Bei Gleichstand, das heißt, ist das insgesamt. Wichtig? Insgesamt habt ihr viele 3 von Minuten. Den 15. Genau, das ist das Wichtigste. Wenn du mehr weißt als Stefan, hast du sowieso gewonnen. Und wenn ihr beide, was weiß ich, 5 habt, dann hat der gewonnen, der den 5. richtigen eher geschafft hat. Ja? Und jetzt gebe ich dir noch einen kurzen Hinweis. Es handelt sich hier nämlich um Obst und Gemüse. Das ist der Oberbegriff. Also, wir haben insgesamt 15 Früchte. Und in jeder Schale ist eine Frucht. Du darfst die Oberfläche nicht zerstören, nicht einquetschen, nicht eindrücken, die Frucht nicht essen. Aha. Wir wollen nur fühlen. Ja? So, jetzt nehme ich das Tuch ab. Du siehst natürlich nichts. Nimm mal nach vorne deine Hände. Hier ist so eine Schale. Da drin wäre jetzt was. Ja? Da greifst du aber noch nicht rein. Und ich drehe dir den Tisch immer nach vorne und du greifst immer nur nach vorne, jeweils in die Schalen. Ja? Okay. Alles klar? Fühlen für Alexandra beginnt jetzt. Zitrone. Reintun und weiter geht's. Aubergine. Und weiter. Orange. Artischocke. Und weiter. Paprika. Mango. Und weiter. Ach, keine Ahnung. Dann tu rein. Und weiter geht's. Kartoffel. Und weiter. Papaya. Und rein. Ich die nachher nochmal? Nee, eine Antwort, sonst mach weiter. Weiter. Fertig. Und weiter. Sternfrucht. Und rein. Pfirsich. Und rein. Sternfrucht. Und das ist der Sieg für Alexandra. Glückwunsch. 10-9. Sehr gut. Alexandra geht in Führung, liebe Zuschauer. Das sind Punkte. Und zwar 4 Stück aufs Konto von Alexandra. Kommt mit. 7-3 gegen Stefan.
So, und es geht weiter mit Spiel Nummer 5. Hovercraft. Wir fahren mit einem Luftkissengefährt. Nicht hier, das ist ein wenig klein und deshalb gehen wir nach draußen. Dort, da sehen wir ein Hovercraft. Ja, es hat heute natürlich nicht geregnet. Wir haben ein wenig Wasser dazu getan, damit es auch richtig Spaß macht. Also umziehen, Schutzklamotten an, ihr könnt schon mal raus. Dankeschön. Wir sind zurück bei Schlag den Raab. Es geht heute um 500.000 Euro und Alexandra führt 7-3 gegen Stefan und Hovercraft ist unser nächstes Spiel. Klaus, hallo, unser Hovercraft-Experte. Und ihr fahrt nacheinander eine Runde. Wer die jeweilige Runde schneller fährt, der bekommt einen Punkt. Gefahren wird im Modus Best of Seven. Das heißt, wer als erstes 4 Rennen für sich entschieden hat, der gewinnt das Spiel. Stefan legt vor. Und Kommando von mir ist, auf die Plätze fertig. Das werdet ihr nicht hören, deshalb mit der Fahne, wenn die Fahne runtergeht, fahrt ihr los. Ja? Klaus, jetzt bist du dran. Kurze Einweisung in dieses Hovercraft. Okay, wir haben jetzt hier gerade ein bisschen zu viel Wasser gekriegt, aber ich denke, das macht nichts. Nein, es ist ein Hovercraft richtig schön. Fährt auch über Wasser. Das heißt, wer es noch nicht gesehen hat, das Ding schwebt. Das ist ein Luftkissenboot. Das heißt, das bewegt sich nur, wenn ihr Gas gebt, macht ein Auto auch. Aber erst wenn ihr ein bisschen Gas gebt, dann hebt es sich an. Ein bisschen mehr Gas, dann merkt ihr Vortrieb. Es ist ein bisschen wie ein Jetski, es ist ein bisschen wie Motocross. Ihr braucht sehr viel Gewicht. Ihr müsst praktisch den Luftstrom lenken, wenn ihr eine Kurve fahren wollt. Ihr müsst euer Gewicht verlagern und ihr müsst dabei Gas geben. Und am besten, am schnellsten geht es, flüssig zu fahren. Ihr müsst also Gewichtsverlagerung, Gas geben und diesen Lenker in Einklang bringen. Dann geht das los. Wenn ihr als Sicherheitshinweis, es ist wie beim Jetski, ihr habt hier Notaus, sollte es hinten richtig knallen, also ich spreche von einem sehr lauten Knall, den man sehr präsent wahrnimmt, dann ist irgendwas, ist das üblich? Ein Stein, nein, das ist nicht üblich. Dann ist irgendwas im Föhn drin. Ja, und dann geht der Föhn kaputt. Müssen wir wieder dann rausholen. Dann ziehen, ist der Motor aus, passiert nichts, ist reine Sicherheitsvorschrift. Okay. Ja? So. Und ansonsten... Also die Bremse ist klar? Nee, Gas es gibt geben. Keine. Genau, Bremse, Gas es geben, gibt... Das ist der Gashebel. Das ist der Gashebel. Es gibt keine Bremse. Das heißt, wenn ihr bremsen wollt, Gas weg, dann schlittert das aus. Meistens ist es so, man rutscht auf irgendwas zu und man muss dann Gas geben und das Ding zur Seite drehen. Oder das Gas weg und rutschen lassen und es drücken. Dann hält es auch an. Ja? Ich denke, ihr kriegt ohne das raus. Ohne Gas geben kann man keine Kurve fahren. Genau. Ohne Gas geben fährt das Ding nicht. Immer Vollgas geben. Also ja. Auch wenn es ausschlittert. Jetzt ein Wort zur Strecke. Ihr seht hier schön mit den Buchstaben das Wort Start. Hier beginnen wir und da habt ihr 2 Pylone. Ihr fahrt, da haben wir ja extra ein Schild dran gemacht, erstmal links um den ersten Heuballen rum, dann rechts, also ihr fahrt nichts anderes als eine 8, einmal hinten also komplett rum, vor dem ersten schon auf die linke Seite. Genau, einmal da links rum, da durch, rechts rum eine 8 fahren, das Ganze umgekehrt wieder zurück, ja, und dann auf die Seite ins Ziel. Also, und so, dann einmal so, rum. Und dann hier hinten nochmal, dann darüber durchs Ziel. Ja. Eine 8. Einmal ganz rum hinten, wieder hier schräg durch, da vorbei und dann da raus. Richtig. Okay. Wenn ihr hier reinkommt, ich nehme euch denn entgegen, das heißt, ihr fahrt hier durch, bremst, dann leiten wir euch nach vorne und dann wechseln wir. Ich helfe euch beim Notstopp tauschen. Alles verstanden, Stefan? Ja. Alles verstanden, Alexandra? Alles verstanden. Ihr fahrt natürlich mit demselben Hovercraft immer und der Klaus schiebt euch nach vorne. Wenn einer rausfällt, wenn einer stecken bleibt... Wir haben Helfer. Das ist sehr gut. Die greifen aber nur ein, wenn es wirklich muss. Also wenn ihr mal irgendwo gegenfahrt, ihr fahrt in die Strohballen rein, passiert nichts, Motor läuft, einfach wieder rein und weiterfahren. Geht, ist kein Problem. Ja, dann ist die Runde zwar hinüber, aber ihr habt ja maximal 7. So, Stefan, brauchst du beim Helm Hilfe? Nee. Klappt alles? Helm ist zu. Wenn er winkt, dann gebe ich erst Gas oder ich winke. Ich winke, mach die Fahne runter und dann dürft ihr losfahren, ja? Der Startpunkt ist für alle gleich. Der Startpunkt ist hier und die Ziellinie hat eine Lichtschranke. Okay. Ja, dann schmeiß mal den Hobel an, Klaus. Dann haben wir eigentlich alles geklärt. Alexandra, du kannst dich mit hier rüberstellen.
Visier runter, ne? Visier runter machen? Nee. Doch. Willst du nicht? Braucht man das Visier runter? Den Stein, doch. Ja. Kommt was. Steine und Wasser könnten hochfliegen. Alles halten die Zähne wie nicht. Wie sitzt man auf. Da so rein? So? Knien? Genau. Mit Gewichtsverlagerung? Knien? Ja. Wichtig ist, wenn der abreißt, ist der Motor aus. Ja. Ansonsten? Krieg ich den da wieder an, dann kommt jemand. Dann kommt jemand. So. Bist bereit? Moment. Sagst du, was losgeht? Bist bereit? Auf die Plätze. Fertig. Los. So, und dann wollen wir uns mal anschauen, wie Raab das in den Griff kriegt. Normalerweise ja immer, wenn er PS unterm Popo hat. Gut, hier überdreht er fast ein wenig. Fast der erste Dreher von Raab. Es ist eben entscheidend, immer am Gas zu bleiben. Da bricht das Heck ein bisschen weg und dann durch Körperneigung, wie beim Motorradfahren, wie beim Jetski-Fahren, das Ding wieder in die richtige Richtung zu bekommen. Das ist schon gar nicht schlecht, was er da macht. Das ist schon mal eine erste Richtzeit, die gut ist. 25,81 Sekunden gilt es jetzt für Alexandra in diesem ersten Lauf zu schlagen. Raab ist da einfach sehr, sehr talentiert, ob das Motorradfahren ist, Autofahren. Immer wenn ein Motor im Spiel ist, auch hier beim Hovercraft, macht er das gut. Hier sehen wir das. Wenn man am Gas ist, geht das Ding hoch, dann erhält man Vortrieb. Das ist der entscheidende Punkt. Geht man vom Gas weg, sackt das Ding in sich zusammen. Übrigens in diesem Jahr, im September, 17. 18. in Saalburg in Thüringen die Endläufe der Europameisterschaft im Hovercraft. Da würden sich die Piloten sicher freuen, wenn der ein oder andere, der zufällig in der Nähe ist, mal vorbeischaut. Aber ordentlich Gas geben muss man, ne? Der Bleilochtalsperre. Bist du bereit? So, und jetzt bin ich gespannt, wie Alex sich schlägt. Erster Lauf von Alex, 25,81 zu schlagen. Also da geht sie gleich mal mutig ans Gas. Jetzt rüberlehnen, das macht sie gut. Naja, das ist schon in Ordnung, aber jetzt hat sie gleich den ersten Kontakt. Sie muss am Gas bleiben. Das ist so diese innere Schwelle, die man hat, dass man immer denkt, oh Gott, ich muss runter. Aber dann bremst das Ding natürlich extrem ab. Lenkbar sind diese Hovercrafts, wenn man Gas gibt. Da nimmt sie aber die ganz weite Kurve und das sieht nicht danach aus, als dass sie hier eine echte Chance hätte. Dieser Lauf, der geht ganz klar an Raab, da muss sie jetzt einiges raus lernen. Aber wie gesagt, es geht hier nach, das war übrigens beim Start ist sie wieder rausgekommen, aber sie war eh egal, deutlich langsamer. Das ist nicht der erste schlimm. Punkt für Stefan. Entscheidend ist, wie sie daraus lernt jetzt aus diesem ersten Lauf. Ich bin mir relativ sicher, dass sie zum ersten Mal Hovercraft gefahren ist. Für Raab wird das allerdings auch gelten. Ja, sie geht's auf jeden Fall schon mal nicht. Ja, aber macht ja nichts. Das ist ja nur ein Punkt. Der muss ja vier Rennen maximal gewinnen. Ja, man hat da noch den Eindruck, dass das Hovercraft mit ihr fährt und nicht sie mit dem Hovercraft. Aber wie gesagt, das ist auch nicht einfach. Sehr viel driften und wie gesagt, da guckt sie auf der falschen Seite ins Ziel. Und Raab ist schon wieder heiß wie Frittenfett. Der möchte nur eins, Vollgas geben. Auf die Plätze. Zweiter Lauf für Stefan Raab. Jetzt ans Gas, dann hebt sich das Ding und jetzt geht's los. Sehr populär in Deutschland, die Hovercraft-Rennen. Erfunden wurden die Dinger in England, da gab es auch die ersten Wettbewerbe, aber mittlerweile in Deutschland bei einigen Freaks richtig beliebt und bei Raab auch. Nicht, dass der da noch ein Event draus macht, Hovercraft fahren. Und jetzt gibt er Gas Richtung Ziel, lehnt sich weit nach vorne und wieder eine gute Zeit, 26,06. Er hat da einfach das richtige Gefühl für solche Geschichten. So, jetzt föhnt er uns noch ein bisschen voll hier. Und auch das ist wieder eine Richtzeit, die für Alexandra schwierig zu knacken sein wird. Hier nochmal die Zeitlupe. Da sehen wir eben schön, durch das am Gas sein gibt's Luft. Und das Ding schwebt 26er dann. Zeit. Und zweiter Lauf von Alex. Hovercraft sind übrigens auch bei der großen Flut in Deutschland 2002 zum Rettungsdienst eingesetzt worden. Man kennt das auch aus den Keys in Florida. Bereit? Wenn man Alligatoren gucken will, ist man mit solchen Dingern unterwegs. Das kann Alexandra alles völlig wurscht sein. Die muss jetzt eine gute Zeit hinbekommen. Die muss sich an dieses Gerät rantasten, an dieses Luftkissenboot. So, jetzt macht sie es ein bisschen vorsichtiger, hält aber zunächst mal die gute Linie. Sie macht den Fehler, dass sie zu vorsichtig ist. Sie muss Dampf geben, damit sie Vortrieb bekommt. Das ist zu vorsichtig. Das erinnert mich ein bisschen an Olufemi damals beim Jetski.
Der ist auch immer vom Gas runtergegangen. Und dann wird das Ganze nicht mehr so gut steuerbar. Also sie hört das nicht, aber diesen Tipp hat sie ja vorhin bekommen. Sie muss da Luft reinbringen, um das Ding nach vorne treiben zu können. Aber sie kommt ins Ziel mit 38,84, deutlich langsamer als Raab. 2-0 für Stefan Raab. Es gibt Profis, die mit solchen Geräten, die vom Motor her etwas anders ausgestattet sind, bis zu 180 Stundenkilometer schnell fahren können. So schnell wird auch Raab hier heute Abend nicht. Aber er hat sich schon gut an das Gerät gewöhnt. Bei Alexandra dauert das noch ein bisschen. Zweiter Punkt für Stefan. Sie hat aber immer noch alle Chancen. Wenn ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie hier einen Lauf gegen ihn gewinnen kann. Fertig, los! So, jetzt gibt er wieder Gas. Lehnt sich direkt nach vorne. Das zeigt seinen ganzen Willen hier. Vollgas ab nach vorne. Jetzt driftet er rum. Macht er gut. Lehnt sich wieder in die Kurve. Immer am Gas, immer am Gas. Dadurch ist viel Luft da. Dadurch bekommt er Vortrieb. Ja, das macht er gut. Jetzt schon wieder mit dem Drifter. Das wird wieder eine Zeit im 24-25er Bereich. Ja, 23,64. Bestzeit bisher. Und man muss kein Prophet sein, um zu sagen, das wird Alexandra wohl kaum knacken können. Es riecht nach 3:0 für Raab. Also er hat das richtig gut im Griff. Aber wen überrascht das eigentlich? Hier nochmal die Zeitlupe. Und immer wenn das Ding über den Untergrund schwebt, dann hat man es gut im Griff. Okay. Okay, und los! So, und jetzt nochmal Alexandra. Ja, hören Sie nur mal hin. Hören Sie nur mal hin auf dieses Spiel. Gas ja, Gas nein, dieses Ruckelige. Und immer, wenn sie kaum noch Gas hören, dann ist sie nicht mehr weg vom Boden, dann schwebt sie nicht mehr. Und das ist ihr Problem und deshalb hat sie da wieder weg vom Gas, dann nimmt sie wieder neu an. Und das kostet unglaublich viel Zeit und gibt ihr hier keine Chance und es steht 3:0 für Raab. Und sie kann es dann eben auch schlechter steuern. Jetzt nimmst du noch den Heuballen mit. Aber meine Güte, das ist ja auch mal eine schöne Samstagabendbeschäftigung. Und sie ist ja gut im Rennen hier bei Schlag den Raab. Das will gar nichts heißen im Kampf um die 500.000 Euro. Hier beim Hovercraft ist sie, so stellt sich das bisher dar, chancenlos. Und Stefan Raab hat ein neues Hobby. Ja, da der Einschlag in die Heu- oder Strohballen. Da haben wir den Klaus Mönchhausen. Für den ist das Kindergeburtstag hier mit dem Gerät. Vize-Europameister 2008 in der Formel 1 der Hovercrafts. Also der Bursche weiß genau, von was er da spricht, was er da tut. Das kann man nicht immer von Stefan Raab behaupten, aber in dieser sportlichen Übung funktioniert es für ihn wieder sehr gut. Und auf geht's. Und die Frage ist eigentlich nur noch, setzt er nochmal eine Bestmarke? 23,6 und ein paar zerquetscht. Oh, jetzt überdreht er. Starker Dreher und jetzt ist die Kurve zu groß. Eine Bestzeit wird es nicht. Und er gibt damit Alexandra meiner Meinung nach tatsächlich eine Chance, diesen Lauf zu gewinnen. Wenn sie einen guten hinlegt, hat sie eine Chance. Denn er verliert Zeit. Es ist immer noch eine gute. Aber vielleicht geht da was. Aber auch nur vielleicht. Die Zeit hält hier nicht an. Oh, da ist jetzt ein technischer Fehler. Ich würde sagen 26,5. Also die Zeit da unten eingeblendet stimmt nicht. Will ich jetzt nicht notariell festgenagelt werden. Es war 26,5 roundabout, als Raab hier über die Ziellinie ging. Ich habe den Verdacht, dass vorhin beim Einschlag von Alexandra in die Strohballen vorhin, da könnte die Lichtschranke beschädigt worden sein. Nee, das ist ein Problem. Können wir nachmessen wahrscheinlich. Also, da müssen wir mal schauen. Auch nicht. Wir müssen erst die Zeit von Stefan. Müssen der Stefan Zeit noch mal gucken, weil die Uhr nicht angehalten hat. Also da können wir ja jetzt nicht Pi mal Daumen machen. Die Lichtschranke checken. Es war garantiert der Einschlag von Alexandra vorher da in den Ballen. Und da könnte was an der Lichtschranke gewesen sein, die dann eben nicht mehr auslöste, gerade als Raab über die Ziellinie flog, muss man ja schon fast sagen.
Und wie gesagt, das geht hier heute Abend um 500.000 Euro. Und da können wir nicht mal so eben sagen, naja, so. Ich meine gesehen zu haben, 26,5. Okay. 26,50, das musst du packen, sonst ist vorbei. Auf die Plätze, fertig, los. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob sie in die Nähe dieser Richtzeit von Raab kommt. Wieder ein weiter Bogen, wieder weit abgetragen. Sie lehnt sich nicht richtig rein. Und wieder, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, sie ist nicht konstant am Gas. Das ist der Punkt. Und sie wird diese 26,5 nach diesem Dreher kaum schaffen. Nein, Raab gewinnt Hovercraft fahren. Und wir sehen auch hier, es ist deutlich, es ist sehr, sehr deutlich. Und Helm ab, das ist der Sieg für Stefan im Hovercraft. Trotzdem eine gute letzte Runde von Alexandra. Und 5 Punkte für den Parkplatzkapitän hier. Und damit geht Stefan in Führung. 8-7. Und das ist unser nächstes Spiel. Nicht gut. Dann gehen wir rüber. Minigolf. Das nächste Spiel. Das hast du aber schon mal gemacht. Hovercraft wahrscheinlich nicht, ne? Das noch nie, nee. Minigolf schon. Aber das war doch lustig, oder? Ja, lustig war's. Das ist das Problem. Man denkt ja nicht, dass man eigentlich die ganze Zeit Vollgas geben muss, damit man sich auch bewegen kann. Genau. Wenn du beim Jetski kein Gas mehr gibst, kannst du nicht mehr lenken. So einfach ist so, das. Und hier ist unsere Minigolf-Anlage. Da geht es jetzt drauf. Und auch da gibt es natürlich selbstverständlich einen Experten, den wir zu uns bitten. Und das ist Walter Raffler, Oberschiedsrichter des Deutschen Minigolf-Verbandes. Sensationell. Hallo Walter. Hallo Matthias. Schönen guten Abend. Stefan, Alexandra. Was haben wir mit euch vor? Wir spielen 4 Bahnen. Das ist schon mal Bahn 1. Ja? 4 Bahnen. Nicht, niemals mit den Füßen auf die Bahn. Oder Walter, das ist doch die wichtigste Regel beim Minigolf. Nicht mit den Füßen auf die Bahn. Ja? Niemals mit den Füßen auf die Bahn. Wenn Stefan jetzt schon wieder sowas fragt, das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Also Umrandung darf man. Auf die Umrandung, ja. Aber alles andere nicht. Wenn man das macht, so auch, ist die Bahn verloren, ne? So sind wir ganz hart. Zum Abschlag darf der Ball irgendwo hier in die Abschlagzone positioniert werden. Ja. Irgendwo rein ins Rechteck. Wer für alle 4 Bahnen zusammen weniger Schläge gebraucht hat, der gewinnt das Spiel. Insgesamt. Okay. Insgesamt. Wird das Hindernis nicht regelgerecht überwunden, dann erfolgt ein neuer Abschlag. Das ist hier jetzt noch nicht so ganz dramatisch, aber da hinten zum Beispiel, wenn wir die Wippe haben und man schießt drüber, ja, dann muss man wieder vorne anfangen. Ja, wenn man über die Wippe drüber schießt und gar nicht die Wippe benutzt. Aber wenn jetzt der hier in der Mitte liegen bleibt, was dann? Muss er zurück? Dann muss er auch zurück. Muss diese Linie, das dachte ich natürlich nicht, dass du das eventuell auch schaffen würdest. Ja, wird schwer werden, den Ball zu platzieren in der Mitte. So. So, dann gezählt werden die absoluten Schläge. Es gibt keinen Strafschlag. Allerdings, wer 6 Schläge benötigt, da schreiben wir eine 7 auf. Dann ist die Bahn vorbei. Bei Unentschieden wird auf der letzten Bahn ein Sudden Death gespielt. Und wir losen auf, wer anfängt. Das heißt, danach immer abwechselnd. Jetzt wird erstmal nur ausgelost, wer bei der ersten Bahn anfängt und danach abwechselnd. Alexandra, rot? Ich bleib bei rot. Du bleibst bei rot, das habe ich mir fast gedacht. Es ist aber blau. Stefan, also Bahn 1 und 3. Und Alexandra, das heißt, ich fang Bahn an? 2 oder und 4. Oder ich kann wählen, was ich mache. Nein, du fängst jetzt an. Okay. Bei Bahn 1 fängst du an, bei Bahn 2 Alexandra und immer abwechselnd. Okay. Los, Stefan, es geht los. Minigolf, Spiel 6. Gutschlag. Gut, Schlag, sehr gut. Genau. Das Programm zum Hovercraft-Fahren hier ist es. Und da vorher so ein bisschen Test üben daneben. Nur den Ball nicht berühren. Nur den Ball nicht berühren, ne? Das sind alles Bahnen, die man als Hobby-Minigolfer, ohne hier als Schweinchen schlau rüberkommen zu wollen, mit 2 Schlägen bewältigen kann. Er muss das Hindernis. Irgendwann sollte rollend man den Ball aber überwinden. Berühren. Also nicht drüber schießen irgendwie, sondern rollen. Ja, so ist es richtig. So, und jetzt darf er ihn dann gleich vorne an die Linie platzieren. Dazu sind diese Umrandungen da.
Wenn der nicht sowieso näher ranrollt. Ja, was ist das denn jetzt? Ausrollen lassen. Ach, der darf jetzt? Der ist jetzt darf noch? Jetzt und jetzt kann er parallel abgelegt werden auf diese Ablegelinie. Ist das okay. Der Wahnsinn? Ich darf die jetzt hier hinlegen, ja? Auf die schwarze Linie und jetzt einlochen, genau. Und darf aber trotzdem nicht auf die Bahn, ne? Korrekt. Auch beim Rausnehmen bitte nicht. Zwei kommt. Also er hatte das Hindernis korrekt überwunden. Das passt. Und jetzt müsste er eigentlich mit dem zweiten einlochen. Stefan, zwei Schlag. Eine 2 für Stefan auf Bahn 1 und Alexander. So, auch für Sie gilt jetzt einfach ruhig bleiben. Da ist Raab zu knacken beim Minigolf, da bin ich mir ganz sicher. Nicht zu viel Schwung, dass das Ding nicht hoppelt. Ja, passt, ist eigentlich wurscht. Man kann es natürlich auch mit der ganz geraden Linie versuchen und dann mit der 1 reinzukommen. Das ist aber schwierig, weil der Ball da meist mit viel Tempo in die Zielbahn kommt. So, jetzt kommt es einfach, und das wird wahrscheinlich hier entscheidend sein, zumindest auf den ersten drei Bahnen, aufs Putten ankommen. Also ob sie jetzt aus dieser Distanz das schafft, wie Raab gerade. Oh, ein bisschen schräge Haltung. Ja, auch eine 2, unentschieden nach Bahn 1. Und jetzt beginnt Alexandra. Also sie hat die Möglichkeit, hier heute Abend eine 500.000 Euro zu gewinnen. Das sollte man nie aus dem Hinterköpfchen verlieren, wenn man zu Hause sitzt und sagt, ist doch alles einfach. Es ist jetzt egal, wenn er hier liegen bleibt, kann ich auch hier weitermachen. Richtig. Wenn sobald er über die rote Linie weitergespielt werden. Sobald er über die rote ist, ist hier egal. Ja. Und wenn er hier liegen bleibt, das hat nichts zu sagen. Nein, Dinger hier. Okay. Man darf ihn dann wieder auf die schwarze Linie vom Rand weglegen. Hör mal. Ah, okay. So, Sie sehen da hinten die rote Bande, die es entsprechend anzuspielen gilt, um eben ums Eck zu kommen. Im richtigen Winkel anspielen, das ist jetzt entscheidend. Und nicht aus der Ruhe bringen lassen von jemandem wie Stefan Raab. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Ah! Super, super Schlag. Jetzt hat natürlich Raab den Vorteil, dass er schauen konnte, wenn er hier gleich nachzieht, wie das in etwa funktioniert. Aber zunächst Alexandra beim Putten. Bleibt sie ruhig, behält sie das ruhige Händchen. Uiuiui. Eine 2 auf 4. Wie gesagt, das sind Zweierbahnen. So, was macht er jetzt? Er steht nicht im Verdacht, der pure Gefühlsmensch zu sein. Aber wir schauen mal, wie spielt er das an? Ja, wie oft Kalteisen. So, aber auch für ihn Stefan, die Chance. Bitte nie über die Bahn springen. Ah, da gibt es die Ermahnung vom Schiedsrichter. Was war das? Nicht über die Bahn springen. So, Putt von Raab. Eine eigenartige Fußstellung. Ja. Stefan, zwei Schlag. Reingezittert, aber drin. Auch hier eine 2, 4 zu 4 und Stefan legt wieder vor. So, ich muss mal eben testen. Einen Augenblick bitte. Ja, da gibt's die Wippe testen. Genau, die Wippe, das ist ganz wichtig. Sie wippt. So, und das heißt, da wird der Ball auf die Wippe gespielt. Nein. Die kippt dann runter und dann rollt der Ball weiter. Also, da wird es darauf ankommen, das richtige Tempo dahinter zu bringen. Ja, was heißt das? Auf, Wippe kippt, runter. Haben Sie das Fragezeichen im Gesicht von Stefan Raab gesehen? So, jetzt gilt das Hindernis zu überwinden. Der ist vielleicht ein bisschen langsam. Der ist so langsam. Und das ist schon jetzt mal eine Chance später für Alexander, die hier natürlich auch jetzt schauen kann. Was macht er? Wie funktioniert das? Muss ein bisschen mehr Tempo rein. Zwei. Oh, ja. Und der ist gut. Aber er hat diesen einen, und da war jetzt eben das Anfangen sicherlich ein Nachteil. Kommt. Er hat diesen einen vielleicht verschenkt. Nun schauen wir mal. Dritter Schlag, Raab. An dem muss er schon machen. Ja. Stefan, drei Schlag, insgesamt 7. Also beim Einlochen da in der Zielzone beide bisher sehr sicher. Das ist jetzt für mich schon so ein kleiner Matchball beim Minigolf. Für Alexandra, wenn sie den jetzt im ersten übers Hindernis bringt.
Der war zu fest. Das ist eben genau das. Er war zu fest. Schlägt oben gegen die Bande, bekommt viel Rückdrall. Zwei kommt. Und bevor die Wippe gekippt ist, ist er schon wieder unten. Eieiei. Jetzt nur nicht zu locker. Der ist gut. Oh ja, oh. War richtig. Normalerweise Hindernis korrekt überwunden. Oder, Herr Schiedsrichter? Also jetzt bin ich gespannt. Da muss der Schiedsrichter ran. Überwunden. Okay, überwunden. Für mich weiterspielen. So, aber es ist ein langer, es ist ein langer Putt, der dritte jetzt. Und die drei steht. So schnell geht's, ne? Jetzt steht sie schon wieder mächtig unter Druck. Der dritte Schlag. Oh, der kann noch, der kann noch. Tut er aber nicht. Ja, die Minigolf-Profis, die spielen ja mit ganz anderen Bällen. Das sind ja teilweise Flummis, die da 24 Mal gegen die Bande noch fliegen und dann auf unerklärlichem Weg doch noch den Weg ins Loch finden. Sowas haben wir hier nicht. Ganz normale, herkömmliche Bälle. Und sie liegt mit einem Schlag hinten. Sie liegt jetzt mit einem Schlag hinten. Will heißen. Zunächst liegt sie ja jetzt vor. Aber wenn Raab gleich eine 1 macht... Dann hat er Minigolf gemacht. Aber jetzt warten wir erstmal ab. Schön wäre ja, ich bin nicht parteiisch, nein, aber schön wäre ja, wenn sie ihn jetzt unter Druck setzen würde mit einer 1. Es ist ihr zu gönnen. Auch hier kommt es aufs Tempo an. Natürlich muss sie mittig spielen. Eins. Das heißt, der muss mit allem reingehen. Der muss da mit allem rein. Ass oder gar nicht? Ja, mit einem rein ist klar, aber wenn es der sechste ist, hilft das nicht viel. So. Mittig platzieren und genug Tempo. Oh nee. Uiuiui. Schlag 3 kommt. Es riecht nach Minigolf-Sieg für Raab. Dritter Schlag für Alexandra. Nee. Es gibt keinen Strafschlag, das haben wir erklärt bekommen vorher. Aber jetzt hat natürlich Raab da mehrere Minigolf-Matchbälle, wenn er gleich antritt. Vierter Schlag für Alexandra. So, sie muss den machen. Der einen, der nächsten. Der ist zu. Ja. Ich wollte sagen, der ist zu fest. So. Alexandra, 4 Schlag, Gesamtzahl 12. Schafft Raab es mit einem der ersten 4 Schläge, gewinnt er Minigolf. Braucht er 5? Ihm entstechen. Aber er hat jetzt das Ding auf dem Schläger. Stefan Raab. Hovercraft gewonnen. Minigolf. Noch? Fragezeichen. Nee. Shit. 1. Ich so. Darf drüber springen. Und wenn wir über das Nervenkostüm wirklich, sprechen, dann ist das natürlich so, dass Raab so abgezockt, der oft auch wirkt. Natürlich unter unglaublichem Druck hier heute steht. Der will zeigen, ich bin da, ich bin drauf, ich bin ein Viech. So. Muss er richtige Tempo haben. Yes! Yes! Der Sieg für Stefan Minigolf. Stefan gewinnt Minigolf. Nervenspiel hier. Glückwunsch. Dankeschön. Danke dir. So, es gibt Punkte. Und zwar 6 Stück für Stefan aufs Konto. Und damit 14-7 für Stefan gegen Alexandra. So, es geht weiter. Stefan, du willst zwar auch auf die Tonne, ich weiß, aber wir spielen das jetzt hier. Musik rückwärts. Musik rückwärts hier am Pult. Ihr hört ein Lied rückwärts abgespielt und ihr sagt mir den Songtitel. Nur Songtitel? Nur Songtitel. Interpret, der muss exakt sein? Der muss exakt sein. Wenn jetzt zum Beispiel... Ich sage, kommt Rock wie Amadeus und ich sage Amadeus. Reicht das? Nein. Ist das falsch? Das ist falsch. Echt? Ja. So genau muss man es wissen. Exakt den Titel. Exakt den Titel.
Wenn mal irgendwo so ein Plural-S zu wenig ist, dann drücke ich ein Auge zu. Aber wenn mal ja, zwei Worte fehlen, ist mir das zu wenig. Korrekter Songtitel, Interpret völlig egal. Wer drückt, hat 5 Sekunden Zeit, seine Antwort zu geben. Bei richtiger Antwort gibt es einen Punkt, bei falscher Antwort kriegt der Gegner einen Punkt. Und das Lied ist aus dem Spiel, also auch hier kein Abstauber möglich. Und wer als erstes 7 Punkte hat, der gewinnt. Kopfhörer jetzt mal bitte aufsetzen, denn wir hören uns mal ein Beispiel an. Erste Musik bitte ab. Wie heißt es? Ja, Alexandra? Satellite. Ah. Ja, wir hören mal rein. Echt? Mann. Ich hab nicht erkannt. Ich hab's nicht erkannt. Das ist ja Wahnsinn. Das habe ich nicht erkannt. Nun muss man auch sagen, Stefan hat es nicht ganz so oft gehört im letzten Jahr. Ja, ja, ja. Nee, echt? Ja, das wäre dein erster erkannt. Punkt. Ja? Oh, das ist aber... Schwierig, ja. 7 Punkte braucht ihr zum Sieg in diesem Spiel. Und es geht los mit dem ersten Song. Schmucken am Ziffer. Karten in Agass. Viele großen Regner. Geboren, um zu leben. Geboren, um zu leben. Unheilig. Ist das richtig? Wir hören mal rein. Ja. Der Graf. So, 1-0 für Stefan. Wie viel brauche ich? 7. Alexandra auch. Es geht weiter mit diesem Song. Ganz ehrlich, das hört sich ja rückwärts besser an als vorwärts eigentlich. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß nur nicht, welches Lied. Ja, wir brauchen das Lied. Warte. Nee, nicht, warte. Du hast das Lied 3 Minuten 30 fast gehört jetzt gerade. Warte. 5, 4, 3, 2. Ich weiß, ich 1. bin mir nicht sicher. Okay, Lied. Frage ist geschlossen. Wer hat's gesungen? War das Bomi M. Also, ist aber, mit? Ja, Rivers of Babylon. Ja. Scheiße! Scheiße! Zwischendurch war mir nicht sicher, ob das nicht so ein anderes Ding von denen ist. Ich habe ja noch ein paar Lieder. 1-0 für Stefan. Nach wie vor, so geht's weiter. Ihr wisst es nicht? Ich habe wieder mal eine Ahnung, aber ich bin. Aber keiner will drücken. Nee. Dann hören wir mal richtig rum rein. Genau das. Ja. Genau das habe ich Black Eyed Peas. Bah, ey, das ist aber echt. Feeling. Ich habe mich nicht getraut. Wie? Ja, stimmt. Wonderwall. Wonderwall von Oasis ist korrekt. Ja, da hört sich auch rückwärts das Nölen gleich an. Von Liam Gallagher, 2-0 für Stefan gegen Alexandra. Weiter geht es mit diesem Song rückwärts. Sweetie.
Sweet Dreams, Sweet Dreams. Sweet Dreams. Sweet Dreams, Eurythmics. Boah, das ist echt, ich erkenne es immer nur an den Stimmen und dann überlege ich mir, was für ein Lied könnte das sein. Also ich kann die Stimmen gut erkennen, aber Melodien rückwärts finde ich brutal schwer. Das ist schön, dass du uns jetzt deine Taktik verraten hast. Danke, 3-0. Alexandra, okay. Jetzt weißt du, wie es geht. Ja. Und so geht's weiter. Ja. Ihr wisst es nicht, aber alle im Publikum wissen es, glaube ich, ja, oder? Ja, ja weil es der eine sagt und der nächste dann sagt, ja, dann geht das so durch und dann wissen es alle nachher. Er ist ärgerlich. Alejandro! Das habe ich original einmal vorher gehört und fand es total doof, deswegen hätte ich mich auch geweigert, die richtige Antwort. Ja, hättest du es gut gefunden, hättest jetzt 4-0 gestanden. So steht es nur 3-0 und es geht weiter. Born in the USA. Born in the USA von Boss. Ist richtig. Wow. Schwer, ne? Ja. Komm, kannst du noch alles holen. 4-0. Stefan braucht noch 3 Punkte. Und du brauchst jetzt einen Lauf, Alex. Mit diesem Song geht's vielleicht. Immer wieder sonntags. Dippe, 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 dippe. Ja, ist ja gut. Da haben Sie erkannt. Ja, wir wissen ja, dass es deine erste Single war früher. Gut, 5-0 für Stefan. Noch 2 Punkte, Cindy und Bert. I need a dollar. Einmal drücken reicht auch. Ich höre es hier nicht. Ich sehe es ja. I need a dollar. Hello, Black. Hey. So, 6-0. Das hatten wir schon mal hier am Pult. Alexandra, jetzt ja, das klingt nicht gut. Mal kurz auf Gas drücken. 6 kleine Matchbälle in diesem Spiel für Stefan. Musik rückwärts. Dann bekommt er 7 Punkte aufs Gesamtkonto. Hier ist der nächste Song, rückwärts abgespielt. Alexandra. Das ist Bailando. Bailando. Du sagst, es ist Bailando. Es geht in die Richtung. Aber es ist das, was Stefan so gerne getanzt hat. Macarena. Und das ist der Sieg für Stefan. Aber Satellite. Satellite, ja. Hab ich nicht erkannt. Macarena, und das sind 7 Punkte für Stefan aufs Gesamtkonto. Das heißt, er geht jetzt mit 21-7 in Führung. Und das ist unser Spiel 8. Saugen. Saugen ist unser nächstes Spiel. So, da wird fleißig aufgebaut. Und da könnt ihr schon mal ein wenig erahnen, was ihr machen müsst. Ihr müsst aus diesem Behälter mit dem Strohhalm einen Tischtennisball ansaugen und in den Behälter auf den anderen Tisch legen. Wie? Darf ich schon probieren? Du hast was in der Hand und sagst, halt, 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 halt. Ich hab's in der Hand, aber sie hat es schon im Mund und wollte schon hier. Kennst du das Glashausprinzip oder was?
So, das darfst du auch machen. Die Bälle bleiben bitte noch unberührt. So, wo habe ich aufgehört? Was müsst ihr machen? Weiß ich nicht. Siehste? Bälle ansaugen. Ansaugen, und dann dort drüben rein in die Vase. Schießen. Und wer als erster 10 Bälle im Zielbehälter hat, gewinnt das Spiel. Sie können kannst auch gerne laufen. Schießen, aber dann sind wir auch noch nächste Woche hier. Ansaugen, ja, mit der anderen Hand, mit der ihr nicht den Strohhalm anfasst, die bitte in Rücktendenz hier halten. Wenn das hier baumelt am Körper, ist mir auch egal, aber zumindest wird die andere Hand nicht benutzt. Sollte der Ball runterfallen auf dem Weg, das macht nichts, denn ihr seht, wir haben noch ein paar andere. Dann kommt ihr wieder zurück und fangt hier wieder an und nimmt nicht den Ball, der runtergefallen ist. Gibt es noch Fragen, Alexandra? Die Regeln klingen ziemlich einfach. Sehr gut, das ist schön, das also mal zu Theorie hören. Die Theorie ist einfach. Aber auch Stefan hat es verstanden, hoffe ich. Das ist ja... Stefan, was musst du machen hier? Einen Ball ansaugen, so. Und dann rübertragen. Angesaugt, ne? Angesaugt, rübertragen. Mhm. Richtig? Ja. Und dann wieder zurück. Und dann wieder ablegen und wieder zurück. Aber so viele Röhrchen brauche ich nicht. Ich kann das gleiche Röhrchen nehmen, was schon mal... Das kannst du gerne machen, ja? Darfst aber auch jedes Mal, denn wir haben richtig was rausgehauen, nämlich auch noch 50 Strohhalme. Moment, so. Und wer? Ach ja, ja, du hast alles verstanden. Wer zuerst was? Voll hat, oder was? 10. Wer zuerst 10 hat, hat gewonnen. Mhm, 10 ist voll. Also, ihr wollt das so haben wegen der ja, Kamera. Ja, richtig. Ne? So, auf die Plätze. Moment. Auf die Plätze. Moment. Nächsten Moment. Auf die Plätze, saugen, fertig, eine Hand. Okay. Fertig, los. So, und eine Hand, Stefan. Das war wieder der typische Raab. Erstmal eine Hand. Das Ganze hinauszögern. Ach, so, fuck. Und jetzt Alexander, sie hat einen kleinen Nachteil, weil sie klein ist. Das ist tatsächlich ein Nachteil. Das klingt komisch, ist aber so. Sie muss sich dann nochmal richtig strecken, um dann oben an das Röhrchen ranzukommen. Und das ist immer noch eine kleine Hürde. Jetzt packt es. 1-1. So, Raab hat aber den Kniff jetzt auch raus. So, da fällt er wieder. Raab führt 2-1, hat das jetzt ganz gut raus. Hier dritter Tischtennisball für Raab im Röhrchen. Und hier sehen wir es wieder. Ich muss ihn immer noch da oben reinbringen. Jetzt verkürzt sie auf 2-3. Und jetzt nur nicht überdrehen, nicht zu schnell laufen. Dann ist natürlich auch die Gefahr groß, dass man den Ball noch verliert, wenn man da so ein bisschen ins Straucheln kommt. Ein Ball Vorsprung für Raab. 5-3. 5-4. Jetzt haben es beide raus. Ich würde einen Sonderpunkt vergeben, wenn einer den Tischtennisball durch den Strohhalm durchsaugt. Aber Raab hat da jetzt den Rhythmus gefunden. Ja, und jetzt setzt er sich ab. 7-4. 8-4. Jetzt hat er es raus. Und er hat gesagt, er ist konzentriert, er wird aggressiv sein. So aggressiv muss er noch gar nicht sein. Und er hat das Ding gewonnen. Oh. Das ist der Sieg für Stefan. Hat sich gelohnt, dass du immer an Sangria-Eimern geübt hast. Du hast es ja dann doch rausgehabt. Und das sind satte Punkte für Stefan, nämlich 8 aufs Konto. 29-7. Komm nach hinten, Alexandra. Wir werden dich ein wenig aufmuntern mit der Torte. Das heißt, hier ist doch noch überhaupt nichts passiert. 36 Punkte gerade mal gespielt. 84 sind noch offen. Also, da sitzen doch die dicken Fische. Wir spielen Eishockey. Und zwar draußen. Jawohl, und ihr müsst euch natürlich ein wenig polstern. Da ist unsere Eishockeyfläche, die wir heute natürlich abdecken mussten, hier bei gefühlten 35 Grad draußen in Köln. Aber jetzt ist das Eis in perfektem Zustand. Ihr zieht euch um, bitte. Wir spielen gleich Eishockey. Wer sich am schnellsten umzieht, der darf natürlich länger üben. Sehr stark. Ja, die fährt sehr gut. So, dann kommt die blaue Dennis Bielmann bitte auch mal zu mir. Und ihr hört euch mal eben
die Regeln an, wenn es geht. Habe ich schon erwähnt, dass ihr Schiedsrichter vom DEB seid, vom Deutschen Eishockeybund? Nein, ich habe nur euren Namen gesagt. Das darf ich natürlich nicht unterschlagen. Also André und Manuel, Profi-Schiedsrichter hier für uns. Ich spiele 1-1, das wird euch überraschen. 5 Minuten Spieldauer. Keine Pause? Nein, 5 Minuten Spieldauer. Wenn ihr ein Tor schießt, müsst ihr umgehend zurück in eure Hälfte. Ja. Wer nach Ablauf der 5 Minuten die meisten Tore geschossen hat, gewinnt das Spiel. Und bei Unentschieden gibt es 1 Minute Verlängerung. Wann darf ich angreifen? Immer. Wenn ich ein Tor gehabt habe, ich gehe in meine Hälfte, der andere hat den Puck. Richtig. Sobald der den geführt hat, darf ich wieder in seine Hälfte oder muss ich warten, bis der in meiner Hälfte ist? Bis zur blauen Linie, ab der blauen Linie. Ab der blauen Linie. Darf ich erst angreifen? Ja. Solange der in seiner Hälfte ist? Darf man nicht angreifen? Darfst du nicht, nein. Moment. Das hieße, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich führe 2-0. Sie schießen Tor, 2-1. Ja? Ja. Ich kriege den Puck und bleibe einfach mit meinem Puck in meiner Hälfte und warte 5 Minuten ab. Nein, das darf man natürlich nicht. Also ich finde, das mit dem Angreifen darf man schon. Ne? Man muss zurück in die Hälfte, kriegt dann den Ball und den Puck und dann geht es aber auch weiter, oder? Da können wir ruhig ein bisschen Dampf machen. Okay. Ist meine Meinung. Also ich darf schon angreifen. Ja, ihr dürft angreifen. Ja? Man darf kontrolliert erstmal anführen, aber sobald man praktisch den Puck dann ins Spiel bringt, dann darf man auch angreifen. So, technisches Foul. Was machen wir da? Dann gilt sofort technisches Tor. Okay. Es wird sofort dein Tor zugesprochen. Ich kann das wirklich beim Eishockey nicht unterscheiden, was ist technisches Foul und was ist... Wenn du die Kelle hinterher schmeißt, und aber dadurch so ganz den normal Puck... Bodycheck ist erlaubt. Bodycheck ist erlaubt, also so mit Schultern und sowas. Schubsen, Beinstellen, Schläger schießen. Schubsen, Beinstellen? Schubsen nicht, nein. Schubsen nicht, nein. Okay. Dann zieh doch mal auf, was verboten Schläger. Ist. Und der Puck muss mit dem, das Tor muss mit dem Schläger erzielt werden. Richtig. Ja? Richtig. Mit dem Fuß darf man zwar abwehren, aber man darf mit dem Fuß kein Tor machen. Genau. So, dann haben wir es jetzt auch alle, oder? Alexander, du wählst die Seite und es gibt einen Bulli zu Beginn. Möchtest du hier bleiben? Also auf das Tor spielen? Eis ist nicht so besonders. Ja, es war ja auch ein bisschen warm heute. Jetzt holen wir auf zu maulen, ne? Ja. Wir sind überhaupt froh, dass wir hier Eis hingekriegt haben. Sind Stolperfallen hier drin? Ja, dann darfst du natürlich auch nicht so bremsen. Ich nehme dir dann wähl doch am besten die Seite. Ja, ich sag nichts. Von wo nach wo? Links. Von wo nach wo? Deine Seite. Was möchtest du spielen? Ich bleibe hier zuerst. Du bleibst hier, nicht zuerst. Ich bleibe hier 5 Minuten. Okay, super. Gibt es irgendwo eine Uhrzeit, eine Uhr, die man sehen kann? Nein, werden wir aber ansagen. Ruf einfach rein und dann werde ich dich darauf stoßen, wie viel noch haben. Du machst Bulli? Genau. Alles klar. Gut, es geht los. Eishockey, Spiel Nummer 9. Anfang. So, und ich freue mich wie Bolle, denn Alex sieht da sehr, sehr gut aus, wie sie sich auf dem Eis bewegt. Und Raab kann das, das haben wir schon ein paar Mal gesehen. Aber sie wirkt sehr, sehr gut auf Schlittschuhen. Und wenn sie das jetzt auch schlägertechnisch in den Griff bekommt, aber der Büffel von Köln mit all seiner Masse macht das erste Tor. So, jetzt muss sie eben auch den Puck unter Kontrolle halten. Sie müsste die wendigere sein. Oh, das war aber hart an der Grenze, wie er sie da abräumt. So, jetzt kann sie zum Abschluss kommen. Ja, wunderbar, 1-1. Die Lady kann Eishockey spielen. Jetzt darf sie drauf. Sie muss den Schläger dazwischen bringen, dass er nicht zum einfachen Abschluss kommt. Den Bauerntrick darf sie sich da nicht mehr einfangen. So, jetzt schnibitzt sie ihm das Ding ab. So, wer ist schneller wieder hoch? Beide hoch. Beide hoch. Ansage vom Schiedsrichter. So, Alex, jetzt hat sie den Handschuh verloren. Das ist natürlich ein Nachteil. Den sollte sie möglichst schnell wieder anziehen. Hat sie auch. Jetzt wieder in der Defense, in der Verteidigung gegen Raab. Aber sie ist gut auf den Schlittschuhen unterwegs. Darf sich hier nicht den Schneid abkaufen lassen. Gut dazwischen gegangen. Jetzt muss sie aufpassen. Jetzt muss sie vors Tor. Er macht ihn, er lümmelt ihn rein. 4 Minuten noch zu spielen, 2-1 für Raab. Er war in der eigenen Hälfte, jetzt darf er wieder angreifen. Das war gerade ein Missverständnis. Er muss nur hinter die blaue Linie zurück, nachdem er getroffen hat. Ah, den hält er und dann der Konter. Tor für Stefan. Und eisenhart vom eigenen Gehäuse aus eingenetzt. 3-1 Raab. Ja, er ist mit dem Schläger hier besser. Schlittschuhtechnisch ist das bei ihr absolut in Ordnung. Und, ein bisschen Pech gehabt, hätte gezählt, war nämlich vom Schlittschuh vom abwehrenden Spieler abgefälscht, von Stefan Raab, also da hätte der Treffer gezählt. Und jetzt muss sie natürlich fix nach hinten, aber Raab, der ist konditionell nicht so gut. Sie muss aufs Tempo drücken, sie muss nur aufs Tempo drücken, dann hat sie hier eine reelle Chance. Ja,
verfehlt. Wieder aufstehen. Jetzt muss sie schnell hoch. Sie ist schneller und sie ist konditionell stärker. Raab pumpt schon wieder. Das ist unglaublich. Und es sind noch über 3 Minuten. Die Chance ist intakt für Alexandra. Überhaupt keine Frage. Raab wehrt ab. Er macht das natürlich jetzt mit seiner Erfahrung, mit Routine. Sie muss Druck machen. Sie muss ihn am Laufen halten. Dann hat sie hier eine echte Chance. Denn er wird schneller müde. Da bin ich mir ganz sicher. So, da gehen beide Schläger kurz flöten. Stefan Haken. Haken von Stefan. Ein Tor für Alexander. Oh, das ist aber hart hier vom Schiedsrichter. Technisches Foul und damit technisches Tor. So, und ja, wir müssen aufpassen, dass hier ein bisschen Tempo im Spiel bleibt. Raab verzögert jetzt hier. 2:35 noch. 3:2 für Stefan. Alexandra hat das Tor bekommen. Wegen dieses Haklers hier. Ja, ja, na, aber natürlich. Aber natürlich. Das ist unsportlich gewesen von Raab. Ganz klar danach gehakelt. So, und jetzt hat sie die Chance zum Ausgleich. Alexandra hier beim Eishockey. Tempo, Tempo. Ja, an den Außenpfosten. Jetzt muss sie draufgehen. Ja, und jetzt ran. Ah, sie muss hoch, sie muss hoch. Sie hat hier, so komisch das klingt, körperliche Vorteile. Weil schauen Sie mal, wie langsam Raab momentan ist. Aber dann wieder. Und das ist eben so ein Vorteil, dass er da mit dem Schläger gut ist. Er geht 4:2 in Führung. Aber wenn wir jetzt sein Gesicht sehen könnten, da gibt es nicht mehr viel zu lachen. Wunderbar geschlänzt. Klasse. Raab ging da früh runter und sie schlänzt ihn aus ihrer Sicht links oben ins Eck. 1:48 noch. Knappe Führung für Raab. Sie darf drauf, sie muss drauf. Sie darf ihm keine Ruhe lassen. Der pumpt schon. Das ist unglaublich. Ja, wenn sie das mitbekommt, wenn sie das mitbekommt, dann spürt sie ihre Chance hier. Und jetzt hat sie die Chance zum Ausgleich. Na komm, jawohl. 4:4. Und das wäre der Hammer, wenn sie ihn hier beim Eishockey schlägt. Der Konter kommt sofort. Sie muss nachsetzen. Er ist fertig. Raab ist fertig. Jetzt muss sie dagegen halten. 1:15 noch und Raab, das gibt es gar nicht. Das ist unfassbar. 1:12 noch. 6:4 für Raab. Er ist im Grunde am Ende, aber er führt 6:4. Er kniet im Tor. Gut gehalten. Sie setzt nach und sie trifft. 60 Sekunden noch. 6:5 Raab. Schauen Sie sich das an. Der ist fertig. Das ist ja eine Krabbelkäferveranstaltung von Stefan Raab. Sie muss drauf, sie muss drauf. Es muss ihr einer sagen. Die Zeit läuft gegen sie. Sie muss drauf. Sie darf sich zwar nicht locken lassen, aber sie muss drauf. Sie muss drauf. Ermahnung vom Schiedsrichter und dann Raab daneben. Und jetzt die Chance zum Ausgleich. Und wenn sie hier in den Sudden Death kommt, dann hat sie alle Möglichkeiten. Den muss sie machen. Noch ein Schlenzer. Jawohl! 6:6 und jetzt verteidigen. Raab ist fertig. Und das Wasser steht auf dem Eis und er ist eine Wasserleiche. Stefan Raab, das gibt's doch gar nicht. Und sie muss drauf. Geh drauf, Mädchen. Sie muss drauf. Sie hat ihn eigentlich. Jetzt keinen mehr kassieren. Ach du meine Güte, nein, das darf nicht wahr sein. Ach du meine Güte. Und das ist bitter. Ist das bitter für Alexandra. Raab gewinnt Eishockey 7:6. Aber das war eine sensationelle Leistung. Von Alex. Ach du meine Güte, ist das bitter. Aber ich ziehe den Hut, den ich nicht aufhabe, vor dieser Alex. Jungen Dame für diese Leistung. Der hat ja nur noch gesessen. Ach, gelegen hat er. War zu spät. Das ist der Sieg für Stefan. Der war zu spät. Guckt euch das nochmal an. Kannst du den mal kurz wiederbeleben da, André? Alex, so super gespielt. Alles gut? Ja. Aber wir können es noch mal sehen. Warte, ich mache das Mikro wieder dran. Alles okay? Was trinken? So, lass mal Männer vom Fach da dran. Stefan, runter vom Eis, sonst holt man sich noch eine Erkältung. Draußen gibt's Wasser. Hier. Ich kann nicht mehr. Nimm dir den Stock. Komm, auf geht's. Hier ist ein Opa auf dem Eis ausgerutscht. Können wir mal kurz? Ja. Wie kann das sein, dass du hast gewonnen? Ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast gewonnen. Alex, ja. Sauer ohne Ende und zwar völlig zu Recht. Ja. Aber wir können uns das nochmal angucken. Vielleicht haben wir nochmal die Slow-Mo auch mit der Uhr. Aber super, echt. Sensationell gespielt. Respekt. Klingt alles nichts. Wenn man nicht gewinnt. Respekt, Respekt. Zieh mir mal dieses Ding aus hier. Was genau?
das. So. Wieso? Da sehen wir sicher? Ein paar Tore. Oh, sensationell gespielt. Das Ding ist, wieso war bisher die stärkste Gegnerin da? Wenn du ein bisschen gut auf Schlittschuhen bist. So, das ist der letzte Schuss, aber da war die Uhr schon, ich glaube, 1 bis 2 Sekunden runter. Ja. Also das Tor 2 Sekunden zu spät. So. Wie fein. So, sehr gut. Ja, habt euch lieb. Das war echt. Lass mich mal reden. Ich habe noch ein wenig Puste. Stefan, erhol dich erstmal. 38-7 für Stefan Raab nach Spiel Nummer 9. Blamieren oder kassieren, hier ist Elton. So. Schönen guten Abend. Hallo Elton, hallo. Alexandra und Stefan. Hallo. Hallo Elton. Geht's, Stefan? Ja. Elton, ja. Gestern noch mit dem Bierbecher auf St. Pauli, heute wieder hier. Haha. Ha. Ja. Ich kann es nicht gewesen sein, ich hätte ihn vorher ausgetrunken. Ah, das stimmt. So, jetzt aber kommen wir zur Sache. Ich werde eine Frage stellen. Wenn ihr meint, diese Frage richtig zu beantworten, drückt ihr bitte auf den Buzzer. Ihr habt dann 5 Sekunden Zeit, die Frage zu beantworten. Ist die Antwort richtig, gibt es einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt schon der Gegner einen Punkt. Und der hat wiederum die Chance, in 5 Sekunden diese Frage zu beantworten. Ist die dann richtig, gibt es noch einen Punkt. Ist die Frage falsch, bekommt der andere wieder einen Punkt. Die Frage ist dann aus dem Spiel. Muss man dann drücken? Nee, da muss man nicht mehr drücken. Als Zweiter, wenn man noch beantworten will. Ich ziehe aber die 5 Sekunden runter. In der Zeit muss die Antwort kommen. Wer zuerst 7 Punkte hat, gewinnt. Und wir testen mal die Buzzer. Stefan, wen es geht. Das funktioniert. Und Alexandra. Das funktioniert auch. Gut. Dann kann es ja losgehen. Der Frühling ist da. Und die ersten Blumen zeigen sich schon in ihrer vollen Pracht. Unter welchem Namen ist die derzeit überall blühende Osterglocke besser bekannt? Weiß keiner? Möchte keiner? Ich hab's mal gehört. Dann schließe ich die Frage. Narzisse wäre es gewesen. Nächste Frage. König Albert II. Und seine Frau Paola haben Deutschland diese Woche einen Staatsbesuch abgestattet. Der König welches Landes ist Albert II. Denn? Belgien. Belgien ist richtig. Erster Punkt für Stefan. Nächste Frage. Die deutsche Atomwirtschaft ist mit der sofortigen Abschaltung der älteren Kernkraftwerke überraschenderweise nicht einverstanden. Der Energiekonzern RWE will gegen die Abschaltung des Kernkraftwerks Biblis A nun sogar klagen. Frage: In welchem Bundesland liegt Biblis? Angestrengtes Nachdenken, aber. Ich bin mir nicht sicher. Es ist mir zu heiß. Ich habe eine Ahnung, aber. Will keiner? Nee. Dann schließe ich auch diese Frage. Hessen? Hessen wäre es gewesen. Nächste Frage: Babyboom in der Promi-Welt. Momentan sind unter anderem Natalie Portman, Victoria Beckham, Kate Hudson, Mariah Carey und Jessica Alba schwanger. Und auch Alessia Beth Moore, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen. Ob die schon ausgetrunken? Ich habe auch eine Ahnung, aber es ist mir zu hot. Glaube ich nicht. Nee? Dann schließe ich auch diese Frage. Das ist Rihanna, oder? Nee, Pink wäre es gewesen. Ah! Siehste? Nächste Frage. Guido Westerwelle gegen die Freunde aus. Immer mehr Mitglieder der Parteiführung sind mit dem FDP-Vorsitzenden unzufrieden. Neueste Kritikerin ist die Fraktionschefin der FDP im Bundestag. Und die heißt. Die Fraktions.
Ich habe auch eine Ahnung, aber ich weiß es nicht hundertprozentig. Es ist... Dann schließe ich auch diese Frage. Ist es Leuthäuser Schnarrenberger wahrscheinlich? Ne? Nein, es wäre Birgit Homburger gewesen. Bis jetzt immer sehr gut, dass du dich gedrückt hast. Ja. Nächste Frage. Heute ist Internationaler Kinderbuchtag. Aufpassen, denn meine Frage dazu lautet, welcher Kinderbuchklassiker fängt so an? Nachts, im Mondschein, lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, eine kleine, hungrige... So, weiter sage ich nicht, sonst wäre es zu einfach. Psst. Die kleine Raupe Nimmersatt. Jawohl! Zweiter Punkt für Stefan. Aber schlüpft die denn aus einem Ei? So. Das hat mich sehr irritiert. Da kommen Raupen nicht aus so einem gewickelten Teil. Raupen schlüpfen doch nicht aus Eiern, oder? Ist das nur in dem Kinderroman? Frage 7. Die kleine Raupe Nimmersatt frisst sich im Laufe des Buches durch eine ganze Menge leckerer Sachen. Und zwar durch einen Apfel, zwei Birnen, drei Pflaumen, vier Erdbeeren, fünf Apfelsinen, ein Stück Schokoladenkuchen, eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, einen Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein Törtchen und ein Stück Melone. Wie viele Pflaumen waren das nochmal? Boah. Ja. Ich weiß sogar, wie viele Sachen es zusammen waren. Das weiß ich jetzt auch, ja. Hast du auch mitgezählt? Nee, ist mir zu hart. Will keiner? Es waren drei Pflaumen. Ah! Da wäre ich richtig gelegen. Nächste Frage. Gestern vor 10 Jahren, also am 1. April 2001, führte das erste Land der Welt die gleichgeschlechtliche Ehe ein. Welches Land war das? Noch ein kleiner Tipp. Es handelt sich um ein Nachbarland. Holland. Niederlande lasse ich jetzt mal gelten. Ja, Punkt für Stefan. Ja. 3-0. Nächste Frage. Nach den Bürgern Tunesiens, Ägyptens und Libyens kämpfen nun auch die Syrer für mehr Demokratie. Wie heißt die Hauptstadt? Damaskus. Syriens Damaskus ist richtig. 4. Punkt für Stefan. Nächste Frage. Andrea Petkovic ist sportlich gesehen die neue große deutsche Hoffnung. In welcher? Tennis. Das ist auch richtig. 5. Punkt für Stefan. Immer eine Millisekunde schneller. Nächste Frage. Wir sind ja hier bekanntlich bei Schlag den Raab. Daher meine simple Frage. Wie lautet das Partizip Präsens von Schlagen? Hab ich ewig nicht mehr gehört, das Wort. Boah, Partizip war das denn noch Präsens? Da halte ich mich raus. Bei dir ist noch nicht so lange her, du musst es eigentlich wissen. Was war das denn noch? Partizip Präsens. Ich kenne Partizan Belgrad aus dem Fußballverein, aber... Möchte auch keiner riskieren. Nee, da sollen sich andere blamieren. Ich weiß es nicht. Ich löse es auf oder so. Nee. Schlagend. Schlagend. Partizip Präsens. Nächste Frage. Die Grünen gewinnen derzeit eine Wahl nach der anderen. Es gibt nur noch ein Bundesland in Deutschland, wo sie noch nie ins Landesparlament gewählt wurden. Welches Bundesland ist das? Scheint ihr nicht wirklich zu wissen, dann zähle ich einfach mal die Bundesländer auf, in denen die Grünen dabei sind. Und ihr müsst mir dann nur noch sagen,
welches Land ich weggelassen habe. Also, wir haben Berlin, Hessen, Sachsen-Anhalt, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Brandenburg, Hamburg, Thüringen, Bayern, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Das ist richtig. 6:0. Ich hätte viel eher mal auf Bayern getippt oder so. Aber in Mecklenburg? Ja. Ja, Wahnsinn. Ein Punkt noch für Stefan. Dann hat er dieses Spiel gewonnen. Die wunderschöne Scarlett Johansson, wie Opti vorhin schön sagte, hat offenbar einen neuen Freund, mit dem sie sich nun häufiger in der Öffentlichkeit zeigt. Jean Penn. Und das, obwohl er 24 Jahre älter ist. Erstmals geheiratet hat Jean Penn schon, als Johansson noch nicht mal ein Jahr alt war. Wen? Madonna. Ja, das ist richtig. Leute. Leute. Wir können alle zu jetzt. Ja, wir können den Elten nicht gehen lassen, ohne ihm heute zu gratulieren. Denn Elton hat heute Geburtstag, meine Damen und Herren. Ja. Vielen Dank. Alles Jute. Alles Jute. So. Elton. Alles Gute. Viel Glück und hau rein. Verrat uns mal, wie alt du heute wirst. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Ja, komm, geht's. Happy Birthday, lieber Elton. Happy Birthday to you. Vielen, vielen Dank. So. Gib her. Und damit Sie alle nach der Sendung nicht sofort weggehen, denn der Elton wird nochmal ein Riesenbuffet draußen aufbauen, denn er hat einen runden Geburtstag. Du wirst heute? 30. Ja, sehr gut. Und keiner glaubt's dir. Zu deinem 50. Ja, darf ich bin durch sehr, sehr viele Geschäfte gelaufen und ich hoffe, es gefällt dir. Ja. Ja. Oh, ein Schlag den Rab-Spiel. Ja, aber es ist das neue Schlag den Rab-Spiel. Ja. Das neue, Elton. Danke. Das gibt's jetzt erst. Ja. Und du darfst es spielen. Komm ich da auch drin vor? Als Joker vielleicht, ich weiß es nicht. Mach's ja, einfach mal. Vielen Dank. Ja? Ja, wir sehen uns gleich auf der Party, Elton. Ja, natürlich. Tschüss, stich schon mal anders fast. Danke, Elton, meine Damen und Herren. So, wer neidisch geworden ist, das Spiel gibt es natürlich auch käuflich zu erwerben für jedermann. Das Schlag den Rab-Spiel 2. Blamiert oder kassieren geht an Stefan und so sieht es aus nach Spiel Nummer 10. 48-7. Jetzt muss die Torte natürlich nochmal Motivation für Alexandra mitbringen. Du siehst, wir haben immer noch nicht bergfest. Also, noch kannst du es drehen. 65 Punkte sind noch offen. Die Scheibe. Wir spielen die Scheibe. Und die Scheibe kommt gleich von Geisterhand von oben runter. Da ist sie. Was müsst ihr mit dieser Scheibe machen? Ihr müsst abwechselnd einen eurer Spielsteine auf diese Scheibe stellen. Wir haben hier drei Größen. Kölsch, Alt, Tequila. So. Ihr dürft mit der Hand die Scheibe und die anderen Steine nicht anfassen. Keine Steine übereinander setzen, aber ihr dürft mit eurem Spielstein die anderen Steine berühren und sogar vielleicht ein bisschen verschieben. Aber das ist natürlich risikoreich. Ich darf mit meinem Stein den anderen Stein berühren. Ja, berühren. Auch einen von ihr, also Beispiel ja. So. Das darf man machen, genau. Das darf man machen, aber das ist natürlich gefährlich. Mit der anderen Hand macht ihr gar nichts. Ja? Die Scheibe nicht festhalten oder einen anderen Stein dann auch noch anfassen. Bei wem die Steine von der Scheibe fallen, der verliert. Und der Gegner gewinnt. Ihr habt pro Runde 2 Minuten Zeit.
Und in dieser Zeit muss ein Stein gesetzt werden. Tritt der Spieler. Ich kann den, wenn ich den draufsetze. Noch nicht jetzt fragen. Nee, bitte? So, noch nicht fragen. Ja, jetzt darfst du mal antworten. Aber gut zuhören, dann ergeben sich vielleicht auch gar keine Fragen mehr. Tritt der Spieler nach seinem Zug hinter diese Linie, startet automatisch die Zeit des Gegners. Der kann jetzt nun entscheiden. Aha, da fällt gleich was. Ich gehe da mal gar nicht rein. Aber die Zeit läuft natürlich. Denn wenn er reintritt und die Steine fallen dann runter, ja, dann ist derjenige schuld, der hier drin war. Und wenn ich da stehen bleibe, kann ich aber 2 Minuten warten. Innerhalb der 2 Minuten müsste gefallen sein. Ja, aber 2 Minuten würde ich hier nicht warten, dann ist Feierabend. Also bei 1,55 würde ich mal reingehen. Wenn es runterfällt, dann ist das gut, wenn ich draußen geblieben bin. Dann wäre es gut gewesen. Ja, siehst du. Nee, aber wenn du bei 2 Minuten, bei 1,59 muss es runterfallen. Ja. Ja. Sonst ist natürlich Feierabend. So, sobald die Linie also überschritten wird, verliert der. Wenn die Steine fallen oder kein Stein angebaut wird, ist man natürlich auch der Verlierer. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Alex. Überraschenderweise, ich wähle Rot. Ich werde bekloppt. Du entscheidest dich für Rot. Es ist Blau. Mhm. Stefan beginnt. 2 Minuten pro Zug, immer nur eine Hand. Die 2 Minuten beginnen, wenn ich da reingehe? Nein, jetzt. Die 2 Minuten beginnen, wenn du da reingehst. Was willst du denn vorher noch machen? Und wenn alle Steine da drauf stehen? Bitte? Dann gebe ich eine Fanta aus. Man darf die nicht aufeinander setzen? Nein. Nur nebeneinander? Ja. Ja. Fängst du an? Den muss ich, Spiel ja. Nummer 11, die Scheibe geht los. Wo sehe ich denn die Zeit? Die hörst du von mir. So, und jetzt laufen die 2 Minuten für Alexandra. Und jetzt läuft die Zeit für Stefan. Die Scheibe selber darf ich nicht berühren? Nein. Okay. Gut. Und Stefan. Noch nicht reinlaufen. Das ist wichtig. Erst das Rausgehen aktiviert deine 2 Minuten. So. Stefan, du wartest auch erst, bis Alexander raus ist. Gut. Eine Hand. Leute. Eine Hand weg. Sorry. Ja. Okay. Ich könnte jetzt immer noch korrigieren, ne? Du bist ja immer noch drin. Du hast noch 50 Sekunden Zeit, wenn du was machen willst. Okay, und die Zeit läuft für Alexandra, die muss nicht rein, wenn sie glaubt, da passiert noch was.
So, jetzt wärst du schuld. Ich kann auch andere Steine, die Steine nochmal wechseln, oder muss ich den Stein setzen, mit dem ich da reingegangen bin? Mit dem du da reingehst, den musst du nehmen. Aber du kannst natürlich jetzt überlegen, was klug wäre. Okay. Deine Zeit läuft jetzt. Okay. Stefan aktiviert die 2 Minuten für Alexandra, die sich noch entscheiden kann. Reingehen oder nicht? Okay. Stefan, nicht 2 Hände, ne? Ich habe immer nur eine. Wenn, dann ja, gebe ich es von der. Aber du gibst von der einen in die andere. Ja? Das sind dann schon 2, die im Spiel sind. No! Das ist der Sieg für Alexandra im Spiel Nummer 11, die Scheibe. Sehr, sehr gut wart ihr. Sehr, sehr gut. Ja. Nee. Und immer nur hier die großen Kannen genommen. Das war sehr mutig. Ja, ich dachte, die großen loswerden, solange man noch so weit in der Mitte ist. Tendenziell ist das ja richtig, aber alle loszuwerden war schon sehr ambitioniert. Und das ist die Entscheidung. Und nach einer längeren Durststrecke endlich mal wieder Punkte, nämlich 11 Stück für Alexandra. Und das heißt, sie verkürzt auf 48 zu 18. Sortieren. Das spielen wir hier am Pult. Ihr müsst vorgegebene Elemente sortieren. Am besten wird das deutlich direkt mit unserem Beispiel. Das sind 8 vorgegebene Elemente. Hier sind es Namen, wir lassen sie mal rein. Und die Frage dazu lautet: Sortiert die Bundespräsidenten chronologisch nach ihrer Amtszeit von früh oben bis spät unten. So, 8 Namen habt ihr. Und aus den vorgegebenen Elementen könnt ihr euch abwechselnd 1 aussuchen und entscheiden, wo es hin soll. Und dafür gibt es natürlich vorher noch einen Name, der als Referenz vorgegeben wird. Und das ist Richard von Weizsäcker. So, und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten. Das Beispiel, ne? Das ist das Beispiel. Ja. Früher oder später. Und wenn dann der nächste Name dazu kommt, gibt es natürlich dementsprechend 3 Möglichkeiten. Ja? Wer als erstes 6 Punkte hat, der gewinnt dieses Spiel. Also das wäre jetzt ein Beispiel, das spielen wir jetzt einfach mal. Ja. So, Alexandra beginnt, nimm ein
Name raus und sage mir Position 1 oder 2. Also vor okay. Richard von Weizsäcker oder nachher als Bundespräsident aktiv. Horst Köhler. Horst Köhler. Nach Weizsäcker. Also auf die 2. Ja. Ja, okay. Immer die Nummer sagen, dann ist es für uns auch einfach. Okay. Gut. Und jetzt wäre Stefan dran. Jetzt haben wir also 3 ja. Positionen. Es ist ein Beispiel, Stefan. Du musst ja, noch Theodor Heuss auf jeden Fall auf die, also früher 1. Okay, Theodor Heuss auf die 1. 4 Positionen und das ist auch korrekt. Und Alexander und ist wieder dran. Gustav Heinemann auf die 2. Gustav Heinemann auf die 2 und das ist auch korrekt. Und Stefan, bitte. Ja. Walter Scheel, auf jeden Fall nach Heinemann und vor Weizsäcker. Also Position? 3. 3. Danke. Und auch das ist richtig. Und Alexandra? Und Roman Herzog auf die 5. Roman Herzog auf die 5. Ihr habt also das Prinzip, denke ich, verstanden. Ja? Das ist nämlich auch richtig. Dann schenken wir uns die letzten 3 und sortieren die ein. Das wäre dann noch die richtige Reihenfolge gewesen. Ja? Setzt einer ein Element an die falsche Stelle, bekommt der Gegner einen Punkt und die Aufgabe ist aus dem Spiel. Ja? Und 6 Punkte braucht man, um dieses Spiel zu gewinnen. Und nach einem Wort spielen wir Spiel Nummer 12 sortieren. Sortieren Spiel Nummer 12. Ihr habt für jede Antwort eine Minute Zeit. Eine Minute für jedes Zeit. Sortieren habe ich eine Minute? Ja, für jeden Namen. Ja, ja, okay. Für jeden Namen eine Minute. Okay. Die letzten 20 Sekunden werden euch angezeigt. Ja. Ja, die sehen wir dann alle oben in der Ecke. Jetzt losen wir noch aus, wer beginnt. Von da ab immer abwechselnd. Ja? Also Alex, lass mich raten. Rot. Gut. Also Stefan, was? Oh, was war? Das war nicht richtig. Doch, das war richtig. Rot, komm, du fängst an. Ist ja egal. Wir fangen ja. Und danach wechselt es aber bei der nächsten Frage. Ja, ja, genau. Es geht jetzt nur ums Anfangen. Jetzt fängst ja? du an, danach. Danach du. Ja? Also so ganz wichtig ist das. Nicht nur, wir müssen ja irgendwo mal starten. Ihr seid bereit? Alles verstanden? Gut. Hier ist eure erste Aufgabe. Sortiert diese Musiker nach ihrem Geburtsjahr von früh oben bis spät unten. Wir haben Louis Armstrong, Ray Charles, Kurt Cobain, Michael Jackson, George Michael, Elvis Presley, Frank Sinatra und Robbie Williams. Und unsere Referenzperson ist Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Alexandra legt los. Eine Minute ab jetzt. Okay, Robbie Williams auf die 2. Robbie Williams auf die 2. Und das ist richtig. Stefan, deine Zeit läuft jetzt. Also Michael Jackson ist auf jeden Fall jünger als Hendrix. Also später geboren als Hendrix und früher geboren als Robbie Williams, also auf die 2. Habe ich es richtig verstanden, ne? Ja, das hast du richtig verstanden. Michael Jackson setzt Stefan auf Position 2 und hat damit auch recht. Jetzt haben wir 4 Positionen und 6 Namen und Alexandras Zeit läuft. Die Musiker sortiert nach ihrem Geburtsjahr von früh oben bis spät unten. Und George Michael. Ja. Setze ich auf die 2.
George Michael, setzt du auf die 2. Und das ist falsch. Denn George Michael ist jünger, wurde 1963 geboren, Michael Jackson 1958. Das was, ist der erste George Michael geboren? Faire. 63. Und Jackson 58? Jackson 58. Das ist der erste Fehler und demnach der erste Punkt für Stefan. 1-0 für Stefan. Das wäre, wie eben gesehen, die richtige Reihenfolge gewesen. Okay. Die nächste Aufgabe kommt jetzt. Sortiert diese Erfindungen chronologisch von früh oben nach spät unten. Wir haben Batterie, Buchdruck, CD, Farbfernsehen, Klavier, Parkuhr, Telefon und Zauberwürfel. Und als Referenzbegriff bekommt ihr Papier. Und jetzt beginnt Stefan. Ja, eine Minute ab jetzt. Dann nehme ich mal auf 2. Auf jeden Fall Buchdruck, weil wenn das Papier noch nicht erfunden war, wird es schwierig. Das ist sehr spitzfindig von dir. Also Buchdruck auf die 2 und das ist richtig. So, dann gab es die CD nach dem Buchdruck auf der 3. Die CD auf die 3. Das stimmt auch. Ja. Stefan? Ey, das ist natürlich echt. Also, das Farbfernsehen war auf jeden Fall nach dem Buchdruck, aber vor der CD. Heißt? Also auf 3. Farbfernsehen auf die 3. Und auch das stimmt. Und das Telefon wurde nach dem Buchdruck erfunden, vor dem Farbfernsehen, also auch auf der 3. Telefon auf 3. Und das stimmt. Stefan. Jetzt wird's schwer. Wie lange habe ich noch? Noch sind die letzten 20 Sekunden nicht da. Die Erfindung sortiert chronologisch von früh oben nach spät unten. Also der Zauberwürfel war zwischen Farbfernsehen und CD. Also dieser Rubik's Cube, ne? Mhm, die letzten 20 Sekunden laufen. Also auf die 5. Zauberwürfel auf die 5, sagt Stefan. Und das ist richtig. Die Zeit läuft für Alexandra. Die Parkuhr wurde nach dem Telefon und vor dem Farbfernsehen erfunden, also auf der 4. Parkuhr auf die 4. Das stimmt. Batterie und Klavier haben wir noch und satte 8 Positionen. Zeitlauf für Stefan schon. Ja, das ist jetzt schwer. Batterie ist echt schwer. Telefon. Zum Telefon braucht man nicht unbedingt eine Batterie. Für die Parkuhr eigentlich auch nicht. Ist auch mechanisch im Zweifel. Das Klavier, ne? Ist auf jeden Fall vor dem Telefon. Der Buchdruck. Das war so 1400, wann hat das Gutenberg erfunden, den Buchdruck 1400, schlag mich tot. Und ich glaube, dieses wohltemperierte Klavier mit den Hammern, also das, glaube ich, ist, ich
mich nicht erinnern, dass damals schon... 7 Sekunden, 5. Auf die Klavier auf die 3. Klavier zwischen Buchdruck und 3. Telefon. Das ist richtig. Ja! So. Alex, du musst die Batterie noch positionieren. Vier oder fünf, ne? Batterie vor dem Telefon oder nach dem Telefon? Die Batterie wurde... 18 Sekunden noch. Nach dem Telefon erfunden, zwar auf die 5. Die Batterie auf die 5. Das Telefon wurde erfunden zwischen 1861 und 1876. Und die Batterie im Jahr 1800. Das ist ein Fehler. Das ist der zweite Punkt für Stefan. Das hätte ich nicht gedacht. Wann genau wurde denn die Elektrizität erfunden? Das muss doch. Man braucht ja nur eine Batterie, wenn man Elektrizität braucht. Ja, musst du bei Daniel Düsentrieb anrufen. Wir machen jetzt auf jeden Fall weiter mit der nächsten Frage. 2:0 für dich. Sortiert diese Bälle nach ihrem Gewicht von schwer oben nach leicht unten. Wir haben Baseball, Basketball, Feldhockeyball, Fußball, Golfball, Squashball, Tischtennisball und Volleyball. Wir geben euch einen Ball vor und das ist der Tennisball. Und jetzt ist die Alexandra dran. Ich bin besser. Okay. Ja, Alexandra fängt an. Der Baseball ist schwerer auf die 1. Der Baseball auf die 1. Und das ist richtig. Ah, okay. Schwer ist unten. Also schwerer ist oben. Ne? Schwer ist oben, leicht ist unten. Sehr gut. Da habe ich jetzt den Beinahe vertan. Also der Basketball ist auf jeden Fall schwerer als beide, deswegen schwerer 1, richtig? Ja, das wäre dann korrekt nach deiner Theorie und es ist auch inhaltlich richtig. Gut, und der Tischtennisball ist auf jeden Fall leichter und ist ja auf die 4. Tischtennisball auf die 4, auch das stimmt. Der Fußball ist leichter als der Basketball, aber schwerer als der Baseball, also 2. Der Fußball auf die 2, sagt Stefan. Und das stimmt. Und der Golfball... ist schwerer als der Tennisball und leichter als der Baseball, nur auf die 4. Der Golfball auf die 4. Und das ist falsch. Hä? Das glaubt man, man glaubt es nicht, ein Tennisball ist zwischen 56,7 und 58,5 Gramm schwer und ein Golfball nur 45,9. Der Golfball ist leichter als der Tennisball und damit ist das eine falsche Sortierung gewesen. Das ist ein Punkt für Stefan, sein dritter. Ja, man vertut sich. Die Dichte ist groß beim Golfball, aber er ist halt klein. Ja. Beim Volleyball hätte ich mich sehr schwer getan, ob ein Volleyball schwerer ist als ein Baseball. Es geht weiter, ihr beiden. 3:0 für Stefan, 6 Punkte braucht man. Hier ist die nächste Aufgabe. Sortiert diese Städte nach Einwohnern von viel oben nach wenig unten. Wir haben Augsburg, Chemnitz, Essen, Gießen, Görlitz, Idar-Oberstein, Lübeck, Mannheim. Und wir gehen vor
Potsdam. Stefan, du fängst an. Ja. Die Zeit läuft. Auf jeden Fall würde ich sagen, vieles oben, wenig ist unten. Hat Essen. Boah, die sind aber alle total nah beieinander. Also, was mal klar ist, ist, Ida Oberstein hat weniger als Potsdam. Also richtig ist 2, ne? Ida Oberstein auf die 2. Das ist ein kleines Kaff. Und das ist korrekt. Und die Zeit läuft, die eine Minute für Alexander. Und Görlitz hat mehr Einwohner als Ida Oberstein, aber weniger als Potsdam. Jetzt kommt Görlitz auf die 2. Görlitz auf die 2. Und das stimmt. Also Essen hat mehr als Potsdam. Deswegen kommt Essen über Potsdam, ne? Auf die 1. 1, sagt Stefan. Und auch das ist korrekt. Und Mannheim hat weniger Einwohner als Potsdam. Ich nehme Lübeck. Mhm. Und setzt es auf die 3. Lübeck auf die 3. Und das ist falsch. Lübeck hat 209.890. Und Potsdam? Potsdam, mehr als Potsdam hat 154.606. Ach, guck mal. Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen. Und das ist demnach der 4. Punkt für Stefan. 4:0, 2 Punkte noch für Stefan bei diesem Pulsspiel. Und dann hätte er sortieren gewonnen. Nächste Aufgabe für euch. Sortiert diese Hochzeiten chronologisch von früh oben nach spät unten. Wir haben Boris Becker und Lilli Kerzenberg, Dieter Bohlen, Verona Feldbusch, König Karl XVI. Gustav und Silvia Sommerlath, Mark Terenzi, Sarah Connor, Michael Jackson, Lisa Marie Presley, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Prinz Charles und Camilla Parker Bowles und Willem Alexander und Maxima Sorigueta. Und wir geben euch vor, Prinz Charles und Diana Spencer. Und Alexandra, du fängst an. Okay, Boris Becker hat später geheiratet. Das heißt auf der 2. Wen? Achso, ja, okay. Lilli Kerzenberg haben wir hier. Gut, auf die 2. Und Stefan, denn das ist richtig. Also, Sarkozy und Carla Bruni haben auf jeden Fall nach Prinz Charles und Diana geheiratet. Aber, oh. Zu hot. Boah, Leute. Die Hochzeiten sortiert chronologisch von früh oben nach spät unten bei diesem Pärchen. Das ist eure Aufgabe. Also Michael Jackson und Lisa Marie Presley haben vor Boris Becker und nach Prinz Charles und Diana Das heißt, komm, acht auf zwei. Die 2. Michael Jackson, okay. Und Lisa Marie Presley auf die 2. Michael Jackson, Lisa Marie Presley auf die 2. Und das ist richtig. 4 Positionen haben wir jetzt für 6 Paare.
Alex, deine Zeit. Mark Terenzi und Sarah Connor haben nach Michael Jackson geheiratet, vor Boris Becker, also auf der 3. Okay, Mark Terenzi, Sarah Connor auf die 3. Völlig richtig. Und Karl Gustav hat Sylvia Sommerlath, ja, die haben sich in den 70ern kennengelernt irgendwie. Ich glaube, die haben vor Prinz Charles und Diana geheiratet. Auf die 1, Karl Gustav und König Karl der 16. Gustav und Sylvia Sommerlath auf die 1 ganz nach oben. Und das ist richtig. Ein bisschen raten. Das ist ja selten vorgekommen heute Abend. Nimm was, was dir am ehesten zusagt bei den Vieren hier. Okay. Nicolas Sarkozy und Carla Bruni. Mhm. Letzten 20 laufen. Sich auf die 5. Auf die 5. Zwischen Boris Becker, Rudi Kerkenberg, Mike Terenzi, Sarah Connor. Du hast recht. Stefans Zeit läuft. Also, Dieter Bohlen und Verona Feldbusch. 90er. Aber Michael Jackson. Keine Ahnung, du warst doch da. Und Lisa Marie, auch 90er. Boah. Wow. 20 Sekunden noch, Stefan. Dieter Bohlen. Noch 10. Dieter Bohlen, Verona Feldbusch auf die 4. Ja, ich bin mir nicht sicher. Stefan. Nach Michael Jackson, Lisa Mary Presley. Und vor Mark Terenzi, Sarah Connor. Und das stimmt. Und die Zeit läuft für Alexandra. Mit Ruhe. Niemand sagt was vor im Publikum. Okay, Prince Charles und Camilla Parker Bowles haben wann geheiratet? Noch 15 Sekunden. Kommt auf die 5. Auf die 5. Zwischen Mark Terenzi, Sarah Connor und Dieter Bohlen und Verona Feldbusch. Und das stimmt nicht. Prince Charles und Camilla Parker Bowles 2005 und Mark Terenzi, Sarah Connor 2004, ein Jahr davor. Das wäre die richtige Reihenfolge gewesen. Der 5. Fehler von Alexandra heißt 5:0 für Stefan in diesem Spiel. Noch ein Punkt, sprich der nächste Fehler von Alex bedeutet 12 Punkte für Stefan obendrauf. Hier ist eure nächste Aufgabe. Sortiert diese Längenmaße von lang oben nach kurz unten. Elle, Fuß, Kilometer,
Klafter, Meile, gemeint ist die englische Meile, auch Landmeile genannt, Seemeile, Yard und Zoll. Und wir geben euch vor, Meter. Und der Stefan ist dran. Eine Minute läuft. Also, der Kilometer ist auf jeden Fall mal länger als der Meter und deswegen kommt er. Sie haben aber gezögert mit dem Klatschen, Sie waren sich nicht so sicher direkt, oder? Dass du um die Uhrzeit noch so fit bist, das ist ja unfassbar. Also der ist, Kilometer ist länger, also auf die 1. Auf die 1, der Kilometer vor den Meter. So, ich guck mal nach. Stimmt, ja. Und die Zeit für Alexander. Und eine Meile ist noch ein Tick länger als ein Kilometer. Deswegen kommt es auf die 1. Die englische Meile, auch Landmeile genannt, auf die 1 vor dem Kilometer. Und auch das stimmt. Also ein Fuß, zumindest meiner, ist kürzer als ein Meter. Das müsste eigentlich kürzer sein. Also auf Fuß auf 4. Fuß auf 4. Stimmt. Ihr müsst die Längenmaße sortieren, von lang oben nach kurz. Das ist die Aufgabe und das Publikum ist bitte ganz, ganz still. Ihr sucht immer nur eins davon, logischerweise. Die letzten 20 Sekunden für Alexandra. Und ein Yard ist länger als ein Fuß und kürzer als ein Meter. Also auf die 5 Sekunden noch. Also auf die 4. Yard auf die 4. Und das stimmt. Zoll, ne? Ist. Ja, ne? Es muss, Zoll muss kürzer sein als ein Fuß. Also 6. Zoll auf die 6, sagt Stefan. Und er hat recht. Und die Seemeile, die ist länger als ein Kilometer, aber kürzer als die Meile, also auf die 2. Die Seemeile auf die 2. Die Seemeile ist länger, das ist falsch, das ist der Sieg für Stefan. Wow, dann habe ich die beiden umgedreht. 1,8 Meter zu 1,6 Meter. Lass uns mal gucken, wo der Klafter. Der Klafter. Das ist die richtige. Klafter ist die alte Einheit, eine Armspanne eines erwachsenen Menschen. Das ist ein Klafter, da klafft eine Lücke. Das heißt, ich dachte, ihr habt schnell noch ein K und ein L davor gemacht. Nein, das ist ein Klafter. In Italien natürlich so. Ja. Ja. So, und das ist der Sieg für Stefan beim Spiel Sortieren. Und das heißt, jetzt steht es 60 zu 18. Noch einmal das Törtchen rein. Es ist noch möglich, Alexandra, aber du musst jetzt das nächste Spiel gewinnen. 42 Punkte sind noch offen.
Und so heißt es. Bleistifte. Bleistifte. Auch Bleier genannt früher. Gibt es hier überhaupt noch? Ja, wir haben noch ein paar gefunden. Formschön in Rot und in Blau. Und was müsst ihr mit diesen Bleistiften machen? Ihr müsst Bleistifte auf diesen Tisch werfen, sodass sie drauf liegen bleiben. Ihr werft abwechselnd jeweils 10 Stifte und die Stifte werden nicht vom Tisch geräumt. Man kann also auch welche abräumen, denn nach 20 Würfen wird abgerechnet. Wer dann mehr Stifte auf dem Tisch liegen hat, der gewinnt das Spiel bei Gleichstand. Jeder 10. Bitte? Ich sehe nur 10 Stifte. Jeder 10. 10 und 10 sind? Weiß ich nicht, sie ist Mathematikerin. Das ist richtig. Ich dachte, du hättest es auch noch hinbekommen. 10 und 10, dann sind es insgesamt 20. Danach wird abgerechnet und dann gucken wir, wer davon mehr auf dem Tisch hat. So. Bei Gleichstand gibt es dann noch jeweils 3 Würfe auf einen leeren Tisch. Aber da müsst ihr erstmal hinkommen. Und die Münze entscheidet, wer anfängt. Ein Rot. Wunderschön geworfen. So, es ist ein Rot. Du beginnst, Alex. Nicht übertreten, bitte. Und der Bleistift soll liegen bleiben. Richtig. Aber man darf auch abräumen, ne? Möglichst okay. Natürlich den Gegner. Und es geht los. Spiel 13, Matchballspiel für Stefan, Bleistifte. Darf man die Linie berühren oder muss man dahinter so sein? Ist egal, ja. Das lasse ich noch gelten als korrekt. Da kommt es also jetzt in erster Linie auf einen guten Touch, auf Gefühl. Yes. Er platziert direkt den ersten und noch einmal für den Hinterkopf. Gewinnt Raab Bleistifte, gewinnt er den Abend. Ja. Na bitte. Alexandra braucht hier jetzt jedes Spiel. Der geht runter. Also da muss man sich ein bisschen Gedanken über die Flugkurve, über das Tempo machen und man muss Glück haben. Das war gar nichts. Ja. Und das ist das 2:1. Stefan, warte, erstmal warten. Und haben wir noch eine Wiederholung von dem Wurf. Jawohl, und weiter geht's. Ja! Ja, das war Pech. Im Spiel. Das war Pech. Soll Menschen im Publikum geben, die das nicht bedauern. Lasst euch ein bisschen mehr Zeit. Wir gucken uns immer noch mal nach jedem Wurf die Slow-Mo an. So, Stefan und bitte. Also, Alexandra hat schon vergeben, das hatten wir nicht im Bild. Das ging also ein bisschen fix. Und Raab macht seinen mit einem zweiten Glück. Punkt 2:2. Aber er hat vorgelegt, das heißt, sie ist und Alex bitte. Leicht im Vorteil, wenn der jetzt liegen bleibt. Ja, da muss ich fast ein bisschen aufpassen, dass er nicht noch da den eigenen abräumt, der da nah an der Kante liegt. So, auch nicht. Das ist jetzt der viertletzte. Ja, und das wär ein Traumding gewesen, wenn sie auch noch den blauen von Raab abgeräumt hätte. So, Stefan Raab hat gerade noch geschrieben mit dem Stift, was auch immer. Wie viel 10 plus 10 sind, glaube ich. So, und jetzt hat sie recht gute Karten. Jetzt hat sie recht gute Karten. Ja, achte jetzt. Und der ist zu kurz. Raab. Der achte für Stefan. Und jetzt ausgleichen. Und das tut er. Ja. Und das tut er. 3:3. Beide mit leichtem rechts 3. Langsam, warte bitte ab. Jetzt nochmal Konzentration. Und du kannst. Ist schon ganz wichtig.
Ja, der liegt. Die Chance auf 500.000 Euro. Sie lebt noch für Alexandra. Sie lebt noch. Was macht Raab? Zu kurz. Nein, doch drauf. Doch drauf. Der geht fast vorne auf die Kante. 4-4. So, dein allerletzter. Und Stefan hat auch noch einen. Und jetzt halte ich mal die Klappe. Nein, und das ist die Chance, das ist Matchball für Raab. Stefan, diesen Bleistift flach auf das Tischchen. Dann hat er nicht nur Bleistifte gewonnen, sondern auch die komplette Show. Ja! Und das ist der Sieg für Stefan Raab! Ja! Glückwunsch! Ja! Toll! Du warst super! Ganz toll! Stefan Raab gewinnt nach 2 Niederlagen in Folge mal wieder. Komm hier! Weißt du noch, wie sich das anfühlt? Jawohl, danke. Es geht um 1 Million Euro am 4. Juni, meine Damen und Herren. Aber ein Riesenapplaus für Alexandra. Ganz, ganz toll heute Abend. Echt, eine Schütze. Alleine das Eishockey. Dafür hätte ich dir den Koffer schon gegeben. Sie hat mir bei den Sportsachen mehr zu schaffen gemacht als so mancher männliche Kandidat. Und gerade beim Eishockey, das ist wirklich eine Sensationsleistung. Nicht ja, ich hätte gerne noch Fußball gespielt gegen dich. Aber toll gekämpft, wirklich. Ganz tolle Kandidatin Alexandra. Sehr, sehr gut. Wir spielen um 1 Million am 4. Juni. Der Gewinner des Autos ist unten eingeblendet. Freuen sich drüber. Wir sagen Dankeschön. Danke, Elton. Noch einen schönen Geburtstag. Sehr, sehr gut. Dankeschön an Buschi und an Corinna. Und wir sagen Ciao und Tschüss aus Köln. Gute Nacht.